Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich habe es vorhin schon angekündigt, dass ich Sie gerne weiterhin so nenne, Herr Professor Dr. Köhler, sehr geehrte Frau Dr. Rampele, Frau Ndaye, Herr Dr. Ibrahim, Botschafter Sesi Bera, Herr Staatssekretär Silberhorn, Herr Dr. Kloppenburg, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, und an dieser Stelle begrüße ich auch sehr herzlich drei Abgeordnete aus der Demokratischen Republik Kongo im Publikum, Herrn Katumbi, Herrn Kibala und Herrn Molisho, die gerade in Deutschland auf Besuch sind. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die große Resonanz und begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich zu unserem heutigen Kongress. Leider muss ich Herrn Volker Kauder, unseren Fraktionsvorsitzenden, entschuldigen. So ist das parlamentarische Geschäft. Zurzeit haben wir eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin mit darauf folgender Debatte zum Eurogipfel in Brüssel. Und angesichts der aktuellen Resonanz in diesen Tagen müsste er sich leider entschuldigen. Ich soll natürlich von Volker Kauder, meinem geschätzten Fraktionsvorsitzenden, Sie alle ganz, ganz herzlich grüßen. Ich bedauere umso mehr, dass Volker Kauder heute nicht dabei sein kann, weil es im Grunde genommen Herrn Kauders persönliche Initiative war, dass sich unsere Fraktion stärker mit Afrika befasst. Afrika im Wandel, neue Chancen und Risiken für Frieden, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung. So haben wir diesen Kongress heute genannt. Und die Überschrift ist auch schon die erste von drei Kernbotschaften, die wir als CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zum Ausdruck bringen wollen. Afrika ist ein vielfältiger Kontinent. Von ihm gehen viele Chancen für die Menschen in Afrika und für die Menschen in Europa aus. Es bestehen aber auch Herausforderungen. Manche mögen jetzt meinen, das ist keine Botschaft, sondern eine Tatsache, und das stimmt. Aber leider entspricht die Wahrnehmung der meisten bei uns eben nicht dieser Tatsache. Die meisten denken eben bei Afrika an Kriege von Südsudan bis Libyen, an Terror von Nigeria bis Mali, an Krankheiten wie Ebola und an Hungerkatastrophen und Armut. Das aber 6 der 10 in den letzten Jahren am schnellsten wirtschaftlich wachsenden Länder in Afrika liegen, wird nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Und zum Beispiel mehr als jeder dritte Einwohner Afrikas gehört laut einer Studie der Afrikanischen Entwicklungsbank inzwischen der Mittelschicht an. Die Armut geht also auch in Afrika, Gott sei Dank, zurück. Und zu wenig in Betracht genommen wird Afrika auch als künftiger Produktionsstandort. Im Jahre 2050 zum Beispiel wird Afrika mehr Arbeitskräfte haben als China heute. Und diese werden dann vermutlich sogar günstiger sein als die in China. Und die Transportwege von und nach Europa sind natürlich auch kürzer. Und auf diese Chancen hinzuweisen, die Afrika uns allen bietet, ist eines der Ziele unseres Kongresses. Die zweite Kernbotschaft: Wir können die Chancen am besten im beiderseitigen Interesse nutzen und die Herausforderungen meistern, wenn wir uns als Partner auf Augenhöhe respektieren und verstehen. Zu lange war die Zusammenarbeit eine zwischen Geberstaaten und Nehmerstaaten, und auf der Tagesordnung standen dabei vor allem Entwicklungsprojekte in afrikanischen Ländern. Und es ging aber nicht wirklich um die partnerschaftliche Zusammenarbeit, an deren Anfang sinnigerweise eine ernsthafte Diskussion der gemeinsamen Ziele hätte stehen sollen. Von diesem Ansatz müssen wir, da bin ich der festen Überzeugung, wir müssen von diesem Ansatz weg, und zwar hin zum Dialog. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden,
die im beiderseitigen Nutzen sind. Ich sprach eben von günstigen Arbeitskräften in Afrika. Hier müssen wir eben Ansätze finden, die zu fairen Arbeitsbedingungen führen, die nachhaltige Arbeitsplätze in Afrika schaffen. Und das ist wichtiger, denke ich, als nochmal ein um 50 Cent billigeres T-Shirt. Und gute Arbeitsplätze im eigenen Land reduzieren, auch den Drang, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Auch das ist eine der wichtigen Herausforderungen, in denen wir gerade in diesen Tagen stehen. Dialog kann natürlich auf Länderebene stattfinden, breitenwirksamer, das glaube ich, ist aber im größeren Rahmen, also zwischen der EU und afrikanischen Institutionen. Und da sind die Afrikanische Union und die afrikanischen Regionalorganisationen sicherlich sehr gute Partnerorganisationen. Die Kooperation zwischen diesen Institutionen muss künftig eben noch stärker in den Fokus rücken. Also, nur gemeinsam können wir internationale Herausforderungen vom Terrorismus über den Klimawandel bis zur globalen Gesundheitsgefahren bewältigen. Tja, und dann die dritte Kernbotschaft. Es bleibt so, dass Deutschland und Europa die afrikanischen Partner weiterhin substanziell unterstützen sollten. Und dabei betonen wir und wollen auch betonen, dass das nicht nur für die klassische Entwicklungspolitik gilt, sondern unter anderem auch für Bereiche wie Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Natürlich wird die Entwicklungszusammenarbeit ein Herzstück der Beziehungen zwischen Europa und Afrika bleiben. Das ist unbestritten so und alle Entwicklungspolitiker werden mir da frohen Herzens zustimmen. Grundlage der Zusammenarbeit bilden die im letzten Jahr eindrucksvoll von 193 Staaten, das muss man sich vorstellen, bei den Vereinten Nationen vereinbarten Nachhaltigkeitsziele. Die Menschen in Afrika können und sollen hier weiterhin auf unsere Unterstützung bauen, diese Ziele zu erreichen. Im ausliegenden Papier, das die Fraktion gestern hier vor Ort beschlossen hat, finden Sie viele ausführlich ausgearbeitete Formen, wie unsere Fraktion sich zukünftig die Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Kontinent vorstellt. Es ist ein ausgewogenes Papier. Die drei Stellvertreterbereiche Außen, Entwicklung und Wirtschaft haben daran gearbeitet. Dann in vielen AGs, breitenflächig, haben wir das diskutiert, haben Anregungen aufgenommen, sodass ich glaube, es ist ein richtig gutes, rundes Papier geworden, eine runde Arbeitsgrundlage. Ich freue mich nun, meine Damen und Herren, auf einen lebendigen Kongress und eine konstruktive Diskussion mit den Gästen auf dem Podium und dann anschließend auch mit Ihnen, liebes Publikum. Und an dieser Stelle möchte ich schon der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hans-Seidel-Stiftung sehr herzlich danken, die uns bei der Vermittlung unserer Gäste und der Erstellung der später im Programm stehenden Videokurzbeiträge unterstützt haben. Herzlichen Dank. Dank natürlich, und das möchte ich ganz besonders und aus vollem Herzen aussprechen, Dank an alle Mitarbeiter unserer Büros, die mit ganz viel Kraft, mit ganz viel Elan, aber auch mit ganz viel Begeisterung diesen Kongress hier heute vorbereitet haben. Ich nenne jetzt mal beispielhaft meinen Mitarbeiter, er hört das sicherlich nicht gerne. Lieber Alexander Pieske, bitte gib den Dank an alle Kolleginnen und Kollegen von Herzen weiter. Ja, und wie das parlamentarische Leben so ist, ein kurzer Hinweis, es findet gleich unten im Plenum eine namentliche Abstimmung statt. Das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen MdBs müssen dann mal kurz weg. Wir kommen aber wieder. Wir werden versuchen, das alles sehr lautlos zu machen. Kurz runter, Stimmkarte in die Urne und dann sind wir auch wieder da, auch das lautlos, sodass wir den Kongress nicht stören. Wir wollen ihn aber auch nicht unterbrechen, denn das wäre dann eine richtige Störung. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich begrüßen Herrn Klaus Stecker, der die Moderation dieses Kongresses übernehmen wird. Herr Stecker leitet bei der Deutschen Welle
die Afrika-Programme. So, und jetzt freue ich mich außerordentlich, das Wort an Herrn Bundespräsidenten AD, Herrn Köhler, zu übergeben. Denn in seiner Amtszeit hat er dem Dialog und der Zusammenarbeit mit Afrika einen ganz besonderen Stellenwert gegeben. Und im High-Level Panel of Eminent Persons hat Professor Dr. Köhler auch maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen Post-2015-Entwicklungsagenda mitgewirkt. Ich bin deswegen außerordentlich froh, außerordentlich stolz, Sie heute hier zu haben. Und Herr Professor Dr. Köhler, Sie haben das Wort. Liebe Frau Weiß, meine Damen und Herren Abgeordnete, Exzellenzen, dear fellow speakers and friends from Africa, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst der CDU-CSU-Fraktion danken, dass sie diese Konferenz abhält und sich damit mit einem wichtigen Thema vertieft beschäftigt. Die allgegenwärtige Flüchtlingskrise verbraucht ja so viel politischen Sauerstoff, dass kaum Zeit und Kraft zu bleiben scheint, über andere wichtige Themen nachzudenken. Das wäre im Fall Afrikas besonders verhängnisvoll, denn natürlich können und müssen wir Lehren aus dieser Krise ziehen, die auch unser Verhältnis zum afrikanischen Kontinent betreffen. Doch lassen Sie mich zunächst etwas zur aktuellen politischen Lage sagen, die ja nach den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag nicht gerade einfacher geworden ist. Ja, der derzeitige Zustand der Welt ist kompliziert, unübersichtlich und gibt wohl wenig Anlass zu kosmopolitischem Optimismus. Insofern mögen die Renationalisierungstendenzen und die einfach gestrickten Identitätspolitiken, die derzeit allerorten aufflammen, emotional nachvollziehbar sein, weil sie eine Sehnsucht nach Klarheit bedienen. Sie sind aber politisch kurzsichtig und ökonomisch gefährlich. Wir können uns unsere Probleme nicht aussuchen. Und wenn die Probleme komplex sind, dann gibt es auch keine einfachen Lösungen. Dies gilt insbesondere in der Flüchtlingspolitik. Und deshalb möchte ich persönlich in aller Klarheit sagen, ich halte den Weg der Kanzlerin, eine europäische Lösung zu finden und eine Lösung, die den gegenseitigen Abhängigkeiten auf der Welt Rechnung trägt, für richtig. Sie ist richtig aus moralischer, ökonomischer und politischer Sicht. Geben wir dieser Lösung Zeit. Das ist auch meine Bitte an Sie. Meine Damen und Herren, es bleibt ja eine unbequeme Wahrheit. Kein Land kann sich abschotten von den Problemen in der Welt. Und Deutschland, das seinen Wohlstand der Offenheit der Welt verdankt, schon gar nicht. Jedes Kind lernt irgendwann, dass man sich nicht verstecken kann, indem man einfach die Augen schließt. Die unwiderrufliche Interdependenz allen Geschehens im 21. Jahrhundert zwingt uns hinzuschauen, Verantwortung zu übernehmen und unser Wohl nicht auf Kosten anderer zu suchen, weil sonst die Probleme irgendwann zu uns zurückkommen wie ein Bumerang mit doppelter Wucht. Womit wir schon mitten im Thema wären, wie schauen wir eigentlich auf Afrika? Vielleicht lohnt es sich, noch einen Moment bei der Flüchtlingskrise zu bleiben und zu untersuchen, wie diese Krise unseren Blick auf Afrika beeinflusst und unser Sprechen von Afrika. Zunächst ist eine Differenzierung nötig
und zwar die zwischen Flucht und Migration. Dass wir in Deutschland oft beides in einen Topf werfen, das ist nicht einfach eine sprachliche Schludrigkeit, sondern ist Ausdruck einer jahrzehntelangen Weigerung, eine der Realität angepasste Einwanderungspolitik zu machen. Die Quittung zahlen wir jetzt, weil wir uns nie um ein gesteuertes System legaler Migration gekümmert haben, drängen momentan alle, die nach Deutschland wollen, durch die kleine Türe des Asyls, obwohl diese nur für einen sehr beschränkten Personenkreis gedacht war. Nun gibt es ein Wort, das so tut, als würde es die Unterscheidung zwischen Flucht und Migration treffen. Es ist das Wort des Wirtschaftsflüchtlings. Ich mag dieses Wort nicht, denn es führt uns auf eine falsche Fährte. Es schwingt nämlich ein moralisches Urteil darin mit und es wirkt damit wie ein Zauberwort, das uns von jeglicher Verantwortung für den sogenannten Wirtschaftsflüchtling freizusprechen scheint. Doch das moralische Urteil ist fehl am Platz. Schon John Kenneth Galbraith schrieb, ich zitiere das, Migration ist die älteste Handlung des Menschen gegen Armut. Ende des Zitats. Unsere Vorfahren in Deutschland und Europa haben dies ausgiebig beherzigt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wanderten jedes Jahr über 1 Million Wirtschaftsflüchtlinge von Europa in die USA aus. Und es gäbe die gesamte Menschheit nicht, hätten nicht vor 50.000, 60.000 Jahren die ersten Migranten den Mut gehabt, Afrika zu verlassen. Migration ist immer auch ein Haupttreiber von Innovation, von Entwicklung. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Das ist kein Plädoyer gegen Steuerungsmechanismen in der Einwanderungspolitik. Im Gegenteil. Aber wir dürfen Migration nicht grundsätzlich verteufeln. Wir müssen vielmehr die wachsende Armutsmigration als dringenden Hinweis darauf verstehen, dass die extremen Ungleichgewichte zwischen den Ländern und Kontinenten langfristig keinen Bestand haben dürfen, haben können. Das Label Wirtschaftsflüchtling mag uns also von der humanitären und asylrechtlichen Verantwortung befreien, aber es zwingt uns umso mehr in die politische Verantwortung. Erlauben Sie mir noch ein zweites Wort zu nennen, das ich nicht mag. Und die Auseinandersetzung damit halte ich für wichtig, nicht weil ich semantische Haarspaltereien liebe, sondern weil auch dieses Wort uns auf die falsche Fährte lockt, in unserem Verhältnis zu Afrika. Das Wort heißt Fluchtursachenbekämpfung. Nanu, mögen Sie sagen, was kann man dagegen haben, gegen die Ursachen von Flucht vorzugehen? Natürlich nichts. Aber das Wort der Fluchtursachenbekämpfung suggeriert, man müsse nur irgendwo vor Ort an ein paar Schräubchen drehen, ich sag mal salopp, einfach ein paar Brunnen bauen und alles wird gut. Wenn wir es ernst meinten mit der Fluchtursachenbekämpfung, dann brauchen wir eine neue, große Transformation, die zum Ziel hat, wirklich zum ernsthaften Ziel, allen Menschen auf diesem Planeten ein Leben in Würde zu ermöglichen, und zwar innerhalb der Grenzen des Planeten. Und für mich ist das auch ein Ausfluss christlicher Nächstenliebe übrigens. Das braucht ein offenes Überdenken des Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells, gerade in den Industriestaaten. Wir müssen darüber nachdenken, was das bedeutet.
Und es müssen auch international die richtigen strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Entwicklungsländern bessere Chancen für wirtschaftliche Entfaltung zu geben. Da stimmt was nicht in der internationalen Welt mit dem Handelssystem, mit dem Finanzsystem, das die armen Länder im Grunde benachteiligt oder als Empfänger von Problemen nur versteht. Stattdessen klebt man das Etikett der Fluchtursachenbekämpfung nun einfach an die Entwicklungszusammenarbeit. Wir dürfen jedoch die EZ nicht für die Migrationssteuerung instrumentalisieren. Der Horizont der EZ muss ein langfristiger sein. Und wenn wir so tun, als könne sie kurzfristig Migrationsströme stoppen, kurzfristig, dann schüren wir nicht nur falsche Erwartungen, sondern argumentieren auch noch kontrafaktisch. Denn wir wissen, dass Entwicklungsfortschritte oft Migration befördern, nicht verringern. Im Gegenzug kann Migration selbst auch ein Entwicklungsmotor sein. Allein nach Sub-Sahara-Afrika, so schätzt die Weltbank, werden von den Diaspora-Afrikanern in diesem Jahr 34 Milliarden Dollar überwiesen. Diese Remittances sind ein wichtiger Teil, dass viele Afrikaner überhaupt überleben können. Wenn wir unsere Kooperation mit Afrika gleichsetzen mit Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit gleichsetzen mit Fluchtursachenbekämpfung, dann reduzieren wir Afrika auf ein Bedrohungspotenzial. Dann senden wir ein fatales Signal der Arroganz und Distanz, das da lautet, ich zitiere das, unser Interesse an eurer Entwicklung dient nur dazu, uns eure Leute vom Leibe zu halten. Eine solche Haltung kann aber keine Grundlage für jene tiefe Partnerschaft sein, die wir so dringend nötig haben. Meine Damen und Herren, ähnlich wie der Begriff des Wirtschaftsflüchtlings zementiert also auch das Konzept der Fluchtursachenbekämpfung, kurzfristig verstanden, eine Vorstellung von oben und unten. Hier setzt sich ein Mechanismus aus der Vergangenheit fort, den afrikanischen Kontinent vor allem über seinen vermeintlich defizitären Bezug zu Europa zu definieren. Genau dieses Unvermögen aber, Afrika als etwas Eigenes, für sich genommen Wertvolles zu betrachten, hat beigetragen zu vielen der heutigen Probleme. Wir brauchen stattdessen einen frischen, unvoreingenommenen Blick auf Afrika, ein neues Sprechen über Afrika, frei von Eurozentrismus, voller Neugier und Offenheit für unseren Nachbarkontinent in seiner Vielfalt und Widersprüchlichkeit, seiner großen Chancen und auch seiner Herausforderungen. Meine Damen und Herren, damit will ich nichts beschönigen oder etwas sagen, dass alles gut ist mit Afrika oder dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen. Selbstverständlich ist die Flüchtlingskrise ein lauter Warnschuss, dass unsere Ohren rasseln sollten. Denn sie legt offen, dass unser politisches Denken noch nicht wirklich im Zeitalter der internationalen Interdependenz angekommen ist, dass wir überfordert sind angesichts globaler Probleme, die sich um Landesgrenzen nicht scheren und nur durch internationale Kooperation lösbar sind. Ganz bestimmte Probleme. Diese Fähigkeit, unsere nationalen Interessen, die gibt es und die sind legitim, aber diese Fähigkeit, unsere nationalen Interessen auch im Lichte eines globalen Gemeinwohls, im Sinne eines langfristigen gemeinsamen Interesses zu definieren, ist kaum wichtiger als in unserem Verhältnis zu Afrika. Hier können
und müssen wir unser globales Sensorium schärfen, eine neue Kultur der Zusammenarbeit entwickeln. Denn, meine Damen und Herren, da bin ich zutiefst davon überzeugt, nur gemeinsam mit Afrika wird Europa eine gute Zukunft haben können. Nur gemeinsam. Und die Herausforderungen, das wissen wir alle, sind in der Tat gigantisch. Schon heute leben über eine Milliarde Menschen in Afrika, viele davon in Armut und ohne Perspektiven auf ein selbstbestimmtes Leben. Die Bevölkerung wird sich bis ins Jahr 2050 wohl verdoppeln auf über 2 Milliarden Menschen. Dann werden etwa 20% der Weltbevölkerung Afrikaner sein. Nur etwa 5% noch Europäer. Sind wir uns im Klaren darüber, was das bedeutet für die Weltwirtschaft, für unsere Ökosysteme, für die internationale Politik? Der Klimawandel, den ja nicht die Afrikaner, sondern vor allem die reichen Länder des Nordens verursacht haben, und die damit einhergehende Wüstenbildung gefährden die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen. Und während in den letzten Jahren allerorten das Loblied auf den Wachstumskontinent Afrika gesungen wurde, sehen wir jetzt, heute, mehr und mehr die Verwundbarkeit afrikanischer Volkswirtschaften. Der Verfall der Ölpreise reißt riesige Löcher in die Haushalte etwa von Nigeria oder Angola. Und viele Länder, die sich lange auf den Export von Rohstoffen verlassen haben und geschlafen haben bei der notwendigen Diversifizierung, erleben jetzt ein böses Erwachen, weil die Nachfrage sinkt und die Rohstoffpreise im Keller sind. Im politischen Bereich gibt es in einigen Ländern Afrikas eine bedenkliche Autokratisierung. Glücklicherweise gibt es aber auch eine immer wachere Zivilgesellschaft, das habe ich erfahren und das freut mich. Und Länder wie zuletzt Nigeria oder Tansania zeigen, dass professionelle und integre Regierungskabinette in Afrika ernsthafte Reformen angehen. Und ich bin überzeugt, Dr. Ibrahim wird uns darüber noch mehr erzählen. Afrikas größte Herausforderung aber, meine Damen und Herren, und gleichzeitig seine größte Chance, ist seine Jugend. Etwa 2/3 der Afrikaner sind jünger als 35 Jahre. Ich möchte gar nicht sagen, was unser Durchschnittsalter ist. Und diese jungen Afrikanerinnen und Afrikaner wollen das, was junge Menschen überall möchten, in Deutschland, Europa, in Asien, USA. Sie möchten lernen, sie möchten Arbeit haben, sie möchten mitreden, sie möchten leben. Laut Berechnungen des Internationalen Währungsfonds müssen in Afrika bis zum Jahr 2035 jedes Jahr, meine Damen und Herren, unvorstellbar, jedes Jahr 18 Millionen Jobs geschaffen werden, allein um die wachsende Jugendbevölkerung zu absorbieren. Das ist eine in der Geschichte der Menschheit fast beispiellose Aufgabe. Ich möchte Ihnen die Geschichte von Tiat aus dem Senegal erzählen. Ich habe ihn vor wenigen Wochen am Rande der Berlinale getroffen, wo ein Dokumentarfilm über ihn und seine Hip-Hop-Gruppe Premiere hatte. Der Rapper Tiat und seine Kollegen haben mit ihrer Protestbewegung 2012 im Senegal dazu beigetragen, sehr deutlich, dass Präsident Wade, der zu einer dritten Amtszeit antreten wollte, vom Volk abgewählt wurde. Die Bewegung trägt den Namen Yen Amar. Frei übersetzt, wir haben die Schnauze voll, haben die Rapper gesungen. Wir haben die Schnauze voll.
Und das Witzige ist, diese Bewegung begann erstmal damit, dass ständig der Strom ausfiel, wenn sie abends zusammensaßen. Wir haben die Schnauze voll. Der wichtigste Slogan der Kampagne war dann: Deine Wählerkarte ist deine Waffe. Das haben die Rapper vorgetragen. Deine Wählerkarte ist deine Waffe. Wer sich mit Tiad unterhält, wie ich es gemacht habe, der trifft auf einen klugen, zornigen, kreativen jungen Mann, der nicht einfach hohle Forderungen an die Politik stellt, schon gar nicht an die europäische Politik. Der will gar keine Hilfe, der will Zusammenarbeit. Sondern der hat eine klare politische Philosophie des bürgerschaftlichen Engagements. Der macht deutlich, dass die Revolution bei jedem Einzelnen beginnen muss, dass ohne Eigenverantwortung, ohne Integrität, ohne Gemeinsinn der Menschen kein neuer Senegal, kein neues Afrika zu bauen ist. Das sind die Worte von Tiad. Der revolutionäre Rapper wettert nicht nur gegen die Korruption der Eliten in Afrika, sondern kämpft auch erfolgreich gegen die Lethargie des Volkes. Auch das gibt es. Meine Damen und Herren, und mit Tiad stelle ich die vielleicht bedeutendste Frage für Afrikas Zukunft hier. Zu welcher Waffe wird die afrikanische Jugend greifen? Zur Wählerkarte oder zum Gewehr? Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend auch für eine gute Zukunft Europas. Denn wenn Hunderte von Millionen junger Afrikanerinnen und Afrikaner keine Perspektiven für ein Leben in Würde sehen, dann müssen wir auf unserem Nachbarkontinent mit neuen, massiven Instabilitäten rechnen und mit Migrationsbewegungen, die letzten Monate als Tröpfeln erscheinen lassen. Die vermehrten Terroranschläge, wie erst vor wenigen Tagen in der Elfenbeinküste, zeigen auch deutlich, dass die Destabilisierung afrikanischer Regionen und die Verführung der afrikanischen Jugend zur Strategie der Schlechter von Al-Qaida und anderen Terrorgruppen gehören. Meine Damen und Herren, um es ganz klar und ohne jede Ambivalenz zu sagen, die Hauptverantwortung für die Zukunft Afrikas liegt bei den Afrikanern selbst. Afrika wird erst dann nachhaltig prosperieren können, wenn der Kampf gegen Korruption und Armut und für Rechtsstaatlichkeit die politische Kultur bestimmt. Die Kultur des Zusammenlebens. Ich bin mir sicher, dass Mamfela und Mo Ibrahim, die sich beide auf ihre Weise um gute Regierungsführung in Afrika stark gemacht haben, uns gleich noch wertvolle Einschätzungen hierzu geben werden. Und dennoch kommen wir um die Frage nicht herum, welche Waffe gibt eigentlich Deutschland und Europa der afrikanischen Jugend in die Hand? Was machen wir? Wenn es um Afrika geht, dann scheint es mir, als stünde die Größe der Herausforderung in einem seltsamen Missverhältnis zu der Kleinmütigkeit unserer Antwort. Die Konsequenz kann doch nicht sein, nun einfach etwas die Entwicklungshilfe aufzustocken. Ich habe natürlich nichts gegen mehr Entwicklungshilfe, aber wir müssen uns schon fragen, reicht das eigentlich aus? Können wir wirklich ein anderes Ergebnis erwarten, wenn wir einfach mehr vom Gleichen bieten? Also, aus meiner Sicht, wir brauchen eine große strategische Antwort. Wir brauchen neues Denken in Afrika und bei uns. Lassen Sie mich, weil es kurz nur heute ist, nur ein paar Elemente dafür skizzieren, für diesen etwas strategischen Ansatz. Erstens, die deutsche Wirtschaft mit ihrer starken industriellen Kompetenz ist ein
wie ich finde, geborener Partner für Afrika, um dort die notwendige Diversifikation und Transformation der afrikanischen Volkswirtschaften voranzubringen. Dabei kann vor allem auch unser Mittelstand mit seiner Philosophie der lokalen Verwurzelung, der sozialen Verantwortung, der Ausbildung für die Mitarbeiter eine tragende Rolle spielen. Ich freue mich, weil ich das jetzt durch eigene Gespräche festgestellt habe, dass die deutsche Wirtschaft derzeit das Wachstumspotenzial, die Chancen des afrikanischen Kontinents ganz neu entdecken will. Beispielhaft dafür steht ein neues, großes Projekt für die Ausbildung von Elektrikern, Mechanikern und Mechatronikern, das der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer und der nigerianische Unternehmer Dangote gemeinsam mit dem Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit in Nigeria angepackt haben. Großes Projekt mit einem Gesamtvolumen von 24 Millionen Euro. Für eine kraftvolle strategische Wirtschaftspartnerschaft mit Afrika würde ich mir darüber hinaus eindeutig wünschen, und da gibt es Möglichkeiten, dass die Bundesregierung einen noch flexibleren Einsatz von Finanzierungs- und Garantieinstrumenten möglich macht. Das ist eine Investition. Zweitens, meine Damen und Herren, in Afrika gibt es gute Pläne für arbeitsplatzschaffendes Wachstum und Armutsbekämpfung. Da gibt es inzwischen Leute, die wissen, was man machen muss. Und zu diesen Plänen gehören zum Beispiel die regionale Integration. Herr Dr. Sisi Bera, wo ist er? Wird ja dazu sprechen. Die regionale Integration und die Schaffung einer panafrikanischen Freihandelszone. Das volle Potenzial dieser Wachstumstreiber erschließt sich aber erst, wenn es den afrikanischen Volkswirtschaften erleichtert wird, sich auch in die internationalen Wertschöpfungsketten einzuklinken. Dem steht aber in wichtigen Bereichen immer noch die Agrar- und Handelspolitik und Industriepolitik der Industrieländer entgegen. Europa, das ist meine Meinung und mein Rat, sollte sich zum Anwalt machen und auch vorangehen, dies zu ändern. Entsprechend sollten die europäischen Partnerschaftsabkommen und übrigens auch TTIP daraufhin überprüft werden, ob sie den Aufbau einer afrikanischen verarbeitenden Industrie und eines dynamischen Dienstleistungssektors nicht eher erschweren als fördern. Ich will erst mal das Testat haben, dass das nicht schwieriger wird für die Afrikaner. Dritter Punkt. Drittens, mir ganz wichtig, bieten wir mehr jungen Leuten aus Afrika die Möglichkeit, für eine Zeit zu uns nach Deutschland und Europa zu kommen, zu lernen, zu studieren, zu forschen. Lasst uns massiv die Austauschprogramme ausbauen und die Stipendienmöglichkeiten hochfahren. Nicht die Türen zumachen, sondern aufmachen für die Jungen. Wo immer ich in Afrika junge Menschen frage, was sie sich von Deutschland und Europa wünschen, meine Damen und Herren, dann kommt eigentlich unisono: Lasst uns zu euch kommen. Wir wollen nicht eingesperrt sein in unserem Land. Wir wollen von euch lernen, ein oder zwei oder drei oder vielleicht auch 4 Jahre und dann zurückkehren und mithelfen, unser eigenes Land aufzubauen. Das ist der Grundtenor, den ich in Afrika höre von den jungen Leuten. Begegnen wir doch diesem Wunsch nicht mit Kleingeistigkeit und Angst, sondern mit Offenheit, Großzügigkeit und, wenn Sie so wollen, aber jetzt will ich nicht patrimonial sein, mit der Freude, die ein Lehrer über den Lerneifer eines neugierigen Schülers verspürt. Viertens, legen wir unsere Arroganz gegenüber Afrika ab.
lernen wir mehr über seine Geschichte, seine Wirklichkeit, seine Kultur. Lernen wir zu differenzieren und lernen wir mehr von Afrika. Da kann man nämlich einiges lernen. Ich sage das gerade auch hier im Parlament. Dieser Kontinent verdient die volle Aufmerksamkeit unserer klügsten Köpfe. Und er verdient Parlamentarierbegegnungen und Reisen und Dialoge noch viel, viel stärker als bisher, Frau Weiß. Und er verdient einen gegenseitigen Lernprozess, ein Übereinanderlernen. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass wir in diesem Prozess auch uns selbst besser verstehen lernen. Was es bedeutet, Europäer zu sein, Deutsch zu sein in dieser Welt der gegenseitigen Abhängigkeiten. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass die akute Krisenbewältigung zur Priorisierung zwingt, dass sie Ressourcen bindet, finanzielle Ressourcen, aber auch die Ressource der politischen Aufmerksamkeit. Aber ich weiß auch, dass genau dieser Mechanismus dazu führt, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem afrikanischen Kontinent, seinen riesigen Chancen, aber auch Herausforderungen, immer wieder hinten runterfällt und sich auf wenige beschränkt dann. Deshalb richten wir jetzt unseren Blick auf Afrika, und zwar nicht trotz, sondern wegen der Krise. Weichen wir diesem Großthema des 21. Jahrhunderts nicht mehr aus, haben wir den Mut zu großen Antworten, denn die Herausforderungen werden nicht kleiner. Und hören wir bitte auf, Scheinlösungen zu produzieren, neue Mauern in unseren Köpfen und an unseren Grenzen hochzuziehen. Eine echte, langfristige Lösung der aktuellen Weltunordnung kann nur in einer Politik der Zugewandtheit zur Welt liegen. In einem Bewusstsein, wie sehr die Schicksale der Völker miteinander verknüpft sind. Das erfordert auch eine andere, ernstere internationale Wirtschaftspolitik, Handelspolitik, Umweltpolitik, Agrarpolitik, Verkehrspolitik, kurzum eine Politik, die in ihrer Gesamtheit eine neue internationale Friedens- und Entwicklungspolitik ist. Und in diesem Sinne verstehe ich auch uns und die Industrieländer als Entwicklungsländer. Deshalb sehe ich in der Flüchtlingskrise auch eine Chance, dass wir aufgerüttelt werden aus unserer Wohlstandslethargie, dass wir eine neue Empathie entwickeln für die Menschheit als Ganze und eine neue Politik, welche sich lernend, lernen müssen wir. Und Patentrezepte hat niemand, welche sich lernend den großen globalen Herausforderungen stellt. Eine europäisch-afrikanische Lerngemeinschaft könnte Großes erreichen. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Bundespräsident AD, Herr Köhler. Sie haben mir eigentlich alles vorweggenommen. Ich hoffe, alle haben sich Notizen gemacht und können dann auch gleich Fragen stellen. Die neue große Transformation ist gefordert. Die globale Interdependenz ist ausgesprochen. Insofern bin ich dankbar, Achtung, Ironie, dass die CDU-CSU-Fraktion heute dieses Thema so klar eingegrenzt hat. Also wir müssen nichts weniger als die Welt retten heute. Ich versuche, die Diskussion ein bisschen im Zaume zu halten, vielleicht als Journalist auch hin und wieder mal den Finger auf die Wunde zu legen, genau wie der Bundespräsident das vorgemacht hat. Ich erinnere mich noch gut an den Afrika-Besuch der Kanzlerin 2011. Sie sagte da in kleinerer Runde, wir sind hergekommen, um zu lernen. Ich sah da bei dem einen oder anderen Begleiter doch die Gesichtszüge etwas entgleisen, vornehm ausgedrückt. Und ich fragte dann einen afrikanischen Journalistenkollegen,
wie er denn so die deutsche Afrika-Politik findet. Und er fragte erstaunt zurück, oh, is there any? Ich habe dann versucht, ihn auf die vielen Positionsstrategie-Leitlinienpapiere Deutschlands hinzuweisen und ungefähr die Richtung abzustecken. Aber ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Afrika-Business als Journalist und es fällt schon manchmal schwer, einen klaren Kurs zu erkennen in der Afrika-Politik. Auch für Experten. Zu meiner Person noch ganz kurz. Ich bin Leiter der Afrika-Programme der Deutschen Welle, bin vorher aber selber auch ARD-Korrespondent gewesen in Südafrika, für das südliche Afrika, habe inzwischen, glaube ich, über 30 Länder Afrikas bereist und habe dank unserer großen Afrika-Redaktion der Deutschen Welle, die natürlich noch viel größer sein müsste angesichts der Aufgaben, die wir haben, doch jeden Tag Realitätsbezug und kann sagen, dass wir in sehr, sehr engen Kontakt mit unseren Hörern und Usern stehen und auch sehr viel kritisches Feedback bekommen. Ich möchte jetzt aber nicht länger von mir reden, sondern zu unseren Impulsreferenten kommen. Und zwar haben wir da sehr, sehr spannende Personen. Und als erste möchte ich begrüßen Frau Mampela Rampele. Frau Rampele, wer es nicht weiß, war schon einmal fast eine Präsidentschaftskandidatin in Südafrika und sollte das kleine Wunderwerk vollbringen, in Südafrika eine weiß-schwarze Opposition zu formen, die endlich die Rassenschranken überwindet. Das hat damals noch nicht so ganz geklappt. Da gab es einige Kommunikationsschwierigkeiten und auch Frau Rampele hat erkannt, dass es für diese übergreifende Opposition die Zeit noch nicht reif war. Ich glaube, so formuliere ich es mal am höflichsten. Sie war schon in ihrer Studentenzeit Aktivistin und hat sich als solche für Freiheit und Gerechtigkeit eingesetzt. Sie ist Wissenschaftlerin, sie war erfolgreiche Unternehmerin, unter anderem in der Goldbranche und in einem der wenigen, auch wirklich in Europa erfolgreichen Unternehmen, Mediclinic, glaube ich, eines der afrikanischen Unternehmen, die die Expansion in die globale Welt geschafft haben. Und hatte eine kurze Stippvisite als Politikerin, habe ich erwähnt, hat die Achang-Bewegung gegründet, die es auch ins Parlament geschafft hat, ich glaube mit zwei Abgeordneten, die dann aber die große Kraft einer bindenden Opposition dann doch nicht geschafft hat. Sie war und ist Kuratorin der Nelson Mandela Foundation und unter anderem die Gründerin der Open Society Foundation. Heute, so weiß ich aus den Vorgesprächen, setzt sie sich als Aktivistin vor allen Dingen für die Zivilgesellschaft ein, für die Stärkung der Zivilgesellschaft, für die Bildung, für den aufgeklärten Staatsbürger, an dem es in Afrika, wenn wir noch einmal so homogen über Afrika sprechen wollen, das werden wir tunlichst unterlassen im Verlauf der Diskussion, aber für den aufgeklärten Staatsbürger in Afrika einsetzt. Und damit darf ich Sie bitten, Frau Rampele. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you so much for inviting me to Berlin and for organizing such beautiful weather so I could stay here for a couple more days just to enjoy that. But it's also wonderful to have the opportunity to reconnect with people that I've worked with and I admire. Horst was a neighbor across the street when I was in Washington, and he's left a very deep mark in changing the IMF from what it was to what it is today. And of course, my brother Mo Ibrahim is a man who is not just an entrepreneur in the business space, but he's also a social entrepreneur. And I've had a wonderful time working with him. I see the enabler of this discussion is having a hard time describing what didn't happen. The fact of the matter is, we learn more from failure than from success.
And I am very proud that I've had the opportunity to explore what is really possible. And so what I'm going to be sharing with you today in terms of what I regard as the time for a 21st century approach to governance and international relations. I've learned from that experience as well. The world, as everybody has said so far, has changed irreversibly. We now live in a global community that is interconnected and interdependent. Communications technologies have rendered boundaries of sovereign nations more permeable to the flow of goods, services, and information. We need to have the core responsibility for sustaining the global commons so that we can together build a better world for all. The global community is also significantly being reshaped by non-state actors, and between nations, there is a challenge about how do we conduct international relationships. The nature of bilateral and multilateral relationships and the institutions governing them are out of phase with the demands of this changed world. The effectiveness, relevance, and appropriate mandates of the UN, Bretton Woods institutions, the international treaties governing them are being questioned. Regional entities such as the EU and the AU are in a very strong position to boldly rethink their roles and mandate, including striking stronger and more sustainable relationships for mutual benefit. The entry of the BRICS as an institution involving large and strong economies such as China and India has significant implications for institutional global governance and financial architecture. In this talk, I would like to focus on the new opportunities and new challenges shaping EU-Africa relations to promote sustainable peace, security, and economic development. I will focus on three questions. First, how should EU-Africa relations be shaped in the face of the 21st century opportunities and challenges? Second, how should traditional bilateral relations be reframed to promote citizen ownership and responsibility for good governance? Third, how can Africa and the EU partnership be framed to enhance accountability of the private sector as a corporate citizen and its role as the engine of economic growth? I'm very thrilled that I'm giving this talk just as you adopted the policy paper that was referred to. I believe that it sets a very good foundation for the agenda that we're talking about. But let me start with how do we reshape the relationship between the EU and Africa? History matters. Frustrating as it is to be reminded of European colonial history and its legacy in Africa, we have to accept that the wounds of that legacy still bleed and the scars still hurt. Wounds that are not acknowledged tend to fester and poison not only the body of the victim, but also that of the whole body politic and international relationships. Germany has set a very good example for us in the global community through its own post-World War II conduct. Berlin is a city that bears witness
to the acknowledgement of the crimes against humanity. Moving monuments, more than I've seen anywhere in the world, like the Holocaust Museum that's here, it's a great reminder of active programs of reparation and public commitment to never repeat the mistakes of the past. And this is all in evidence. It is not surprising that Germany has also set a new standard of national reconciliation in its very extensive reunification program. It acknowledged and lived the reality that too great a degree of inequality makes human community impossible. The African continent needs to be freed from the social pain of the wounds of the legacy of the colonial period. Acknowledgement, forgiveness, and active programs to make right what went wrong are all critical elements of the pathway to sustainable reconciliation. South Africa, my own country, is a poster child of the cost of leaving out socio-economic restructuring from the reconciliation process. Our persistent poverty, inequality, and unemployment, and the recent resurgence of violent racist tensions are a direct result of our failure to heed the lessons of the German example of national reconciliation. Post-liberation African leaders have yet to make the transition from liberation politics towards democratic politics. The excuse of those who have failed to make this transition is that neo-colonial interests could reverse the gains of liberation. Unfortunately, for African countries, many of the values and ethics of liberation politics run counter to the ethics and values that are required from democratic governance. We should not be surprised at the reversals of democratic gains in much of our beautiful continent of Africa. Lifelong presidencies are back in fashion, as is impunity in dealing with political opponents. Europe and the rest of Western nations appear powerless in the face of the travesties of justice unfolding in many countries of Africa. The ICC has been rendered impotent through the AU amendment to the protocol of the Rome Statute that was intended to promote accountability from public office bearers by challenging impunity. It does not help the ICC process that the USA has distanced itself from the Rome Statute, giving credence to the view of some that the ICC targets only African leaders. But I also often wonder if African leaders were not abusing human rights, why would they be targeted? It is time for hard talk between the EU and Africa. Acknowledgement, forgiveness, and some symbolic reparations could take the wind out of the sails of those leaders who have enthroned themselves as the lifelong redeemers of Africa. Such a process would need to involve civil society and the private sector to reduce the risks of the process being hijacked by those benefiting from the status quo. A significant proportion of reparations should be directed to enabling civic education across the spectrum in all countries to enable citizens to assume their rights and responsibilities as key actors in democratic governance. Exactly what the president was saying about your ballot card should be your weapon.
Many African citizens don't know that. And that's what I'm referring to. School curricula in Africa should be reformed to include civic education and a much stronger focus on history. Historian and scientist Antache Diop from your beautiful country, Senegal, reminds us that, and I quote, in the face of aggression of all sorts, in the face of disintegrating factors of the outside world, the most efficient cultural weapon with which a people can arm themselves is the sense of historical continuity. African people need to rediscover their pride and self-confidence by drinking from the well of Nubian Egyptian contributions to human civilizations. Many African children grow up without knowing this rich ancient history. In my own country, the Great Zimbabwe, Mapungubwe in that region, the heritage sites that should be made more accessible to young people. We also need to challenge the framing of history by post-liberation governments that have turned African citizens into passive recipients of liberation. African citizens, certainly in my own country, play significant roles in the struggle for freedom. They didn't sit and receive freedom. They should also wield this cultural reality, this historical reality as a cultural weapon against those claiming to have the right to rule them until Jesus Christ comes again. We need to speed up Jesus Christ coming by making sure that we name these people who are liberators turned oppressors for what they are. Trade and industry is another area that needs urgent reform in EU-Africa relations. The WTO approach, I'm afraid to say, has not worked. The dice is too heavily loaded in favor of strong old economies. The development round that has been talked about since our time, Horst, is yet to become a reality. Africa's comparative advantages and its natural and mineral resources have not really benefited African people. Much more sustainable trade relations need to be forged to embrace the sustainability of the global commons. The African sun and the land could be harnessed in a much more sustainable manner with significant benefits for all partners. Germany's example in Morocco of the state-of-the-art solar plant is a great example. Why can't we have the whole of Africa generating electricity with very little damage to the environment? We need a new business model as the global community, one that takes a much longer term view of the return on investment. What about models of bilateral relationships that are possible in our changed world? The current model of bilateral relationships is dated. Government-to-government relationships that exclude non-state players is no longer sustainable. This model enables unaccountable governments to continue to command and control national and international resources at the expense of citizens. Pandering to governments that are holding onto power despite evidence that this is against the will of their fellow citizens is equivalent to enabling crimes against humanity. The responsibility to protect that emerged post Rwanda's genocide needs to be re-emphasized in international relations again. Citizens have also demonstrated their willingness to liberate themselves from tyranny, as we saw in the case of the Arab Spring.
But the lack of institutional support to enable citizens to frame and articulate sustainable governance alternatives has seen many of the gains being reversed. Africa is a young continent that needs to be assisted to invest in its young people that we have already heard. They really are a force to be reckoned with. But that force needs to be turned into a creative dynamic for socio-economic transformation. Europe would benefit much more from an educated, skilled, and informed citizenry in Africa. Skilled and productively engaged citizens would be less vulnerable to human traffickers and to terrorist recruiters. Bilateral relations need not be a one-way street to government offices. Linking with significant, transparent, and mass-supported civil society organizations is critical to strengthen citizens' roles as owners and shareholders of their democracies. The private sector has also got a significant role to play as corporate citizens in helping shape and implement policies that promote inclusive socio-economic growth. Strengthening private sector civil society linkages through vibrant public fora would enhance the quality of public discourse and accountability in government. I'm very proud that in my own country, before I came on this trip, we launched a socio-economic future of South Africa coalition, led by faith-based leaders, but also with participation by civil society. It's early days, but the African giant is rising. African citizens are taking the future in their hands. How can EU-Africa partnerships be reframed in the light of all this? The private sector in post-colonial Africa has yet to play a significant role as an engine of sustainable growth. Part of the problem is historical and inherited. Governments in Africa have tended to frame relationships with the private sector as patronage relationships, as was the case during the colonial period, rather than regard partnerships with the private sector as complementary. Private sector players have also been too reticent to challenge their governments to pursue more creative and effective public policies. African economies have relied too heavily on the public sector for employment creation. This reliance has burdened already weak public finances. My own country, South Africa, is a sad example of missed opportunities resulting from wrong-headed public policies, but in some cases, poor implementation of very good policies. The focus on so-called big business at the expense of promoting entrepreneurship and small and medium enterprises has seen us miss opportunities to restructure our economy. The majority population in South Africa remains excluded from the mainstream of businesses, leading to underperformance of our economy. The Black Economic Empowerment Program has failed to leverage those elements within the scorecard on enterprise development and skills development. This focus could have led to the inclusion of many more people in the mainstream economy. The result of BEE's big business focus has been the enrichment of a very small proportion of the population. The reframed approach to Africa-EU relationship could, amongst others, focus on sharing Europe's successful models of enterprise development and skills development to deepen and broaden economic inclusion in our continent. Countries such as Spain, Portugal, Italy are countries with very successful small and medium enterprises.
Germany is a champion of excellent diversified education and training. The German model of on-the-job training is well known globally. Why is it not really being promoted more actively by your companies in South Africa? There is nothing preventing direct relationships between the private sector players and in the EU and those in Africa. Direct relationships have been hampered by reticence on both sides due to over-reliance on government endorsements. EU countries have much to gain from encouraging stronger private sector activity in Africa, enhancing the environment for more vibrant economic activities to absorb Africa's young, growing populations would help stem the tide of economic migrants that Horst was referring to. Economic diplomacy may prove to be more effective than the traditional sole focus on political diplomacy. African democracies need to be strengthened by diversified sources of livelihoods for its people. African leaders currently hold the monopoly of power over most of the national resources, enabling the majority of African citizens to become invested actors in their economies, would also strengthen their capacity to make informed choices in the long-term interests of their countries. Let me conclude. The EU has an opportunity to reset its relationships with Africa for a 21st century global environment. New opportunities can be harnessed by leveraging Africa's comparative advantages, its growing youthful population, its abundant natural and mineral resources, and a lower carbon footprint. Africa would benefit from the EU's need for petrochemicals, minerals, high-end agricultural products, markets for its manufactured products. There is an interesting example of Mercedes-Benz with its plant in South Africa able to access the US market as part of the AGOA program. Reframing bilateral relations to include civil society and the private sector would make citizens serious players in strengthening democracy in African countries. Post-colonial African leaders, in many cases, undermine civil society and corporate citizens. The desire to command and control national resources, including outright state capture, as is happening in my own country, has led to intolerance of critical comment and engaged citizenship. State capture is a concept not even MPs and journalists in many African countries really seem to understand. The conflation of the governing party, the government, the president, and the state is a common feature in public commentary in African political discourse. Citizens and public commentators confuse references to the state as government and vice versa. This is a tragic example of ignorance that legitimizes abuse of national resources by governments that do not feel accountable to their citizens, who are the real owners of those resources. Africa's citizens also need to be strengthened in their efforts by mainstreaming civic education at all levels in the education system, employee personal development programs, faith-based parish-level support for adult education to enable ordinary people to exercise their citizenship responsibilities. Higher investment in this arena by the EU would help to embed democracy in post-colonial Africa. The painful chapter of Africa's history through its experiences
of European colonialism need to be brought to a close. Acknowledgement, forgiveness, and symbolic making right what went wrong are needed to effect reconciliation across our continents. We owe it to our children, to our children's children, and to the world to reconcile and forge a partnership fit for the 21st century. Thank you. Ja, vielen Dank, Dr. Mampela-Rampele. Das waren wirklich tolle Insights und ein viel Diskussionsstoff für nachher. Ich will nicht lange reden, sondern schnell überleiten. Dr. Mo Ibrahim ist gekommen. Wir sind sehr froh, dass er es geschafft hat, denn er ist ein vielbeschäftigter Mann. Seine Biografie finden Sie in den Unterlagen. Aber ich will trotzdem noch ganz kurz was sagen. Dann fasziniert hat mich an seiner Geschichte, dass er in seiner Jugend als Student in Ägypten, in Alexandra, ein glühender Marxist war. Und wir haben ja schon einige erstaunliche Wandel gesehen, auch in Afrika, speziell in Angola ist eine marxistisch-leninistische Befreiungspartei zu einer Oligarchenpartei geworden. Solche Wandel erlebt man manchmal, aber Mampela Rampele hat es ja auch schon gesagt, Mo Ibrahim ist ein Social Entrepreneur geblieben, das schätzen wir. Und er hat die Mo Ibrahim Stiftung gegründet und das Grundfundament seines Wohlstands und seines wirtschaftlichen Erfolgs, dazu gibt es auch eine kleine, einen kleinen EZ-Beitrag von der KfW, zu der vielleicht Herr Kloppenburg später noch was sagen wird. Also es gibt die Erfolgsbeispiele. Mo Ibrahim hat die Mo Ibrahim Foundation gegründet, die alljährlich den Mo Ibrahim Index herausgibt, der die Regierungsführung in Afrika kritisch unter die Lupe nimmt. Und in den letzten Jahren war sie nicht unbedingt erfreulich. 22 Länder sind generell schlechter bewertet worden. Es wird der Mo Ibrahim Preis vergeben an ehemalige Regierungsmitglieder und Staatsoberhäupter, also Regierungschefs und Staatsoberhäupter, um genau zu sein. Der ist 4 Jahre lang gar nicht vergeben worden. 2015 wurde wieder einer gefunden, ein ehemaliger, der, sagen wir mal, freiwillig abgetreten ist mit Hifikepunye Pohamba aus Namibia. Und ja, Mo Ibrahim, wir sind gerade deshalb besonders gespannt, wie Sie die Lage bei der Regierungsführung und Demokratisierung Afrikas einschätzen heute. Bitte schön. Thank you very much for this kind introduction. I just want to quote Winston Churchill, who said that in your 20s, if you are not a Marxist, you have no heart. And if you are 30s, not capitalist, you have no brain. But anyway, I'm glad I kept my heart, I hope. Let me really start here by saying something unusual. I'm always supposed to be critical of governments and leaders, but I really wish to salute Chancellor Merkel for her amazing leadership. And it is really amazing to see how across Europe, I really look around, I cannot see any leadership whatsoever. I see a lady wearing the trousers, as they say in UK. It's not meant to be sexist, but history in some years to come will vindicate a very moral and ethical stand by the Chancellor of this country. And the future German people will be very proud, really, of this lady. And it proves one thing. Leadership is not about pandering.
to some emotions is about doing the right thing. This is leadership. And that's what, unfortunately, other European leaders did not understand, did not appreciate. And my worry is really about European project is the development of illiberal democracies to the east of this country and the rise of populist kind rhetoric, whether in France or in Germany or elsewhere. One thought that this continent have paid heavy price in blood and treasure last century to know really what the consequences of really pandering to this kind of populist. I hope we don't forget the lessons of the last century and we start a new era. This really is about humanity, all of us, not about Africa, but I thought I should really make that, because I'm worried. And this rise of strange populism and extremism, actually even crossing the water. I mean, I was listening to Mr. Trump with horror to hear a leading contender for the presidency in U.S. Talking with this language is extremely worried. And to think of a man like that with his finger on the nuclear buttons, I have a sleepless night. Anyway, so we are really going through a difficult area where we have a great deficit in leadership and statesmanship, and we may pay a heavy price for that. I just pray that somehow we manage to pull through. Anyway, my subject today is really about Africa, and but we cannot talk about Africa without talking about the rest of the world. We have become so global now that everything is connected. And what you thought was a conflict in a faraway land suddenly presented in 1 million refugees here. And you wish that some years ago people paid attention to the issues over there. Maybe that would have helped with the current situation. We'll always pay the price for kicking the can and not acting at the right time. I hope we draw that lesson for the future. Thank you. I had two very knowledgeable people speaking before me, and I think they covered a lot of the subjects. I know we're a little bit late on time. I'm going to focus on just few points and not try to cover the same grounds in the interest of time. So I'm just going to make some points, if you allow me. To start with, what I think is essential for us is the issue of governance. Governance, everything really stems from good governance, and we should not compromise in that issue. Governance in Africa has moved forward in the last 15 years. What do you mean by governance? By governance, we are not talking about political system, whether you are right-wing or left-wing. We don't care about that. What we care about, what we call the deliverance of public goods to your population. And we think governance is measurable, like anything, and we try to produce our index every year, where we measure governance in every single country in Africa, all 54 countries. We measure 93 parameters, but these are grouped in four main areas. One is the rule of law and security of people. You cannot have a civil society without rule of law. And rule of law is not about just writing a nice book or a nice constitution. It's about how it works in reality, about institutions. Is judiciary independent? Can a poor person seek justice? This is important. Can our girls walk the streets without being raped? Security is important. All these things need to be delivered by government. No business, no individual can deliver these things. Rule of law and security. Then to the issue of the human development, education, health, the rural sector, etc. We have to measure what's going on there. Then we measure the economic base, infrastructure, and
management of public finance, etc., jobs and inflation. And then we measure also the fourth leg. These are like four legs of the table or the chair for the governments really to sit comfortably on. And the fourth one is of course, the issue of participation. We use participation, not democracy, because democracy is not about going every 4 years and, you know, voting in a box. Democracy really is about participation, and that is really important. So we try to measure that, human rights, etc. So we really think it is important to demystify governance and to transfer it into a list of deliverables where citizens can take the checklist every year, and it's a score sheet for the government, and to have a conversation with the government based on facts, data. It's not based on nice speeches. I mean, the first thing a president does usually, I don't know about the current president, our president here, but is to hire a good speech writer. And we say, no, we really don't need speech writers. What we need here is a scorecard every year. What have you delivered? We need to take boxes, and then we have an objective discussion between civil society, parliamentarians, and the government, etc., to see how we can move forward. So that we're trying to rationalize the debate in Africa and center it really on facts and numbers. Now, Africa is really fascinating. Somehow it evokes various emotions in people. And I found people always oscillate between Africa pessimism, Africa is a basket case, or, wow, Africa rising, Africa is the best thing after sliced bread. And Africa is neither. It never was a basket case and was never going to be the best thing after sliced bread. We need Africa realism. We need to realize Africa is a normal place. African people are normal people, just like you. I may be a little bit darker, but I'm just a human being like you. There's no difference. And we need to take that realistic view towards Africa. And there are 54 countries. So it's not fair to brush all continent with one brush, 54 countries. Look, you are 28 countries in Europe here. I think German people will be probably offended if you compared you, for example, with, I don't want to mention name and cause trouble here, but you know what I mean. There are some countries who doesn't deserve to be in the European Union. You know that, I know that. And we cannot just brush everybody with the same brush. Every country is different. So we need really to be a little bit less lazy when you think of Africa. Try to think of Africa as country by country. What happens in Nigeria is different with happening in Ethiopia, not like Senegal, not like South Africa, different from Egypt, not like Tunisia. Every country is different. So let us be a little bit more objective, scientific, when we deal with Africa. Please, we have to do that. The main challenges, yet the main opportunities, because somehow challenges actually are opportunities as far as we are concerned in Africa. If I list a few things very quickly, I think youth and jobs. I will not say much, Mr. President covered that quite efficiently. That is a double-edged sword. If we manage to handle it, it will be wonderful. Demography can be on our side. If we mishandle it, it will going to be a major mess. And we're going to end up with huge unrest in Africa, etc. So that's something we need to pay attention to, where 15 or 16 million jobs every year is going to come from. That we need to think about. And whenever I meet any African president, the first question I ask him, when you go to sleep, do you think how I'm going to find a million jobs next year for my guys or half a million jobs? Do you think about that? How you go to sleep? You know, these are the real issue facing us.
And I don't like this narrative of, oh, Africa growing at 5%. But if you're growing at 5% or 6%, but if our population is growing at 5%, then there is no development. So we really need to link these two together. One thing I just wish to add to this argument is where this fruits of development is going. Because there is a rising inequality in Africa. And the fruit of growth is actually going to the less than 1% of the population. Not this talk about trickling down, I just cannot figure it. I cannot see how it is trickling down. It is not. And this is a problem, and that's interesting. We are so globalized now, this is not only an African problem. It's a European problem too. It's an American problem too. It is one reason also for the rise of the crazy guys like Trump and his friends. Is this really lack of participation on the fruits of development? Over the last 30 years, all the gains in American economy went to less than 1% of the population. This is not the fair deal. This is not the American dream. You understand why guys get crazy, but because they are stupid, they don't really go and vote in the right way and go and back somebody like Mr. Trump. We had these problems here before. We had our own Trumps here in Europe, so we should not make much about this. I mean, we had a guy called Berlusconi here. What is his name? Berlusconi, I think. Anyway, so these things happen. It took, 15 years for the Italians to discover that Berlusconi is a phony. I don't know. I hope the Americans don't need another 8 years to discover that Trump is a phony, too. But that's not my subject today, actually. Another challenge we have is the area of agriculture, because that is a very important area. And we have more lands, much more lands than anybody else, arable lands, but we are not really doing well with it. Productivity in our land is extremely low. But that is wonderful, because we have a great opportunity to increase. Now, there are 2 billion people more, 2 billion more, bellies to feed over the next 30 or 40 years. Where those guys get their food from? This is a great opportunity for Africa. We need to find the right model, agricultural models for the world, because subsistence agriculture is no longer valid. Land ownership need to be sorted. Land title need to be sorted. Who does agriculture in Africa? Women do agriculture in Africa, not men. That is 70% of our economy in agriculture is done by women, not by men. And what happens? Those guys don't have title. So they cannot deal with banks. They cannot borrow money to buy fertilizer. They cannot. Why governments are sitting on the titles of the land? What exactly is that doing with it? Nothing. This will open flood of financing to these women who are cultivating the land. It's something simple. It doesn't cost money. Why aren't we doing it? I don't understand. But agriculture is a key for our future. And by the way, it also helped, and I speak now as European because I also have European nationality beside my African nationality. Why in Europe are we spending 40% of our budget in supporting the agricultural sector in Europe? I don't understand. Last year, are you aware, last year we spent $64 billion. $64 billion. 40% of our budget to support a sector which involves 3% of the population. Is that a good policy? No. I thought you in Europe are going to focus in making Airbus, Mercedes, BMWs, computers, and Africa will focus on doing tomatoes and cucumbers. But do you want to do everything? I mean, we need to trade with you guys. So in order to buy your BMW, I need to sell you my cucumber. It is good for you. So you really need to balance
the way we think about this issue. I understand you are hostage of the French farmers' lobby, but that's not how policies are developed. And people need to speak frankly about that stuff. Economic integration is essential for Africa. The most successful thing in the Bibian project has been the single market. And that is something wonderful. And unfortunately, I don't know. I hope you guys don't lose it. I was worried today. I boarded my flight from Nice. The officer there said, I need to see your passport. I said, I'm going to Berlin. I'm traveling in Europe. He said, no, sir, we suspended Schengen. You have to show me your passport. I said, wow, here goes the single market. If I need to use my passport to fly between France and Germany, where is the single market? This is the greatest achievement you guys have done. You're losing it. We're trying to imitate that because we think it's important to raise our GDP, our economies, is very important. So let us hope you give us a good lead in that and you don't let us down. Infrastructure is important for us, especially power. 70% of our people don't have population for power. And guess what? Electricity, power is the basis of everything. Without electricity, you cannot move the country forward. That, again, another opportunity, because guess what? We're talking about climate. And if we're going to install all this capacity of power, wow, we need to do clean energy now. And that's got something that will help everybody. And I hope you stand with us in this fight for clean energy, green energy, and also for climate justice. Because Africans did not put this carbon up there. You guys did it, not Africans. So let us be honest dealing with this issue. Finally, I'd also like to talk about the rise of the African civil society. That is a very important development. The African civil society today is much stronger, extremely well connected, thanks to the social media, very well informed, and that is a real force to be reckoned with in this story of the moving of Africa. Now, what Germany can do to really help Africa? If you really want to help Africa and actually help yourselves, and I'm going to say why, because by helping Africa, you're going to help yourselves. And nothing more important than, try to be selfish. Think of your own interest. I think the few things where you can help Africa really is, number one, to invest. I'm a businessman, and I made my money investing in Africa. Today, all my investment in Africa, I'm not just a do-gooder, I'm still a businessman. I have my fund which only invests in Africa and we're making a lot of money. Come and share some of this money, guys. Go and invest in Africa and make money. The highest return, look, I'm serious, the highest return on private equity in the world is in Africa. It checks the reports of the World Bank. This is, do you want to make money? You cannot make money in Europe, believe me. This is the land of zero inflation, of zero interest rate. Very soon, you have to pay the bank money to keep your money. So it's not smart. You guys are supposed to be smart. You want to make money? You go to Africa. I make money in Africa. Come and share with me. Okay, I'm very generous. Why investment is important? Because what will help development is creating jobs, creating prosperity. That no government can do that. Only business can do that. You guys can create jobs, can create prosperity. So that's why that's important. Governments need to create the right environment for investment. That's why our insistence on the rule of law. When I invest in a country, I need to know, is my contract safe? Well, if somebody does something wrong, can I go to a court? And I tell you something. During my business in Africa in the 90s and 2000s, etc., when I was doing telecommunication there, I took three African countries to court for breach of contract. Three countries. I took them to court in their own countries, in their own countries.
And I won every case. And I ask everybody, do you dare, if you invest in China, you have a problem, can you take the Chinese government to court in China? Can you take the Indian government to court in India? No, let's be frank. In Africa, I took 3 African countries to court, and I won every single case. So actually, rule of law in Africa, with all its ills, is really better than many other destinations. So this is a fact. Check it. Rule of law is not that bad. So anyway, investment is really important. And that is from the investment, from the private sector community. For the German government, I think you guys should really back good governance. You should look where good governance is in Africa and back those guys. You have countries like Namibia, countries like Botswana. This consistently had good, decent governance, democratic, clean governance. You need to back those guys. Nigeria used to be a corrupt and terrible country. Now, it has a very refreshing leadership, very important country, and is in deep trouble now because of the oil problems, but it has a leadership which is keen to clean up. That's a wonderful development. Why didn't you back Nigeria? You just pick up 2 or 3 countries and say, what? These are really good guys. I'm going to back them and make them a success story so they win the next election and we continue that clean government and become an example for other people. I think focus is important. Instead of just trying to give everybody a small check, focus in some useful, really. But when we talk about good governance, we need also to insist that good governance applies also here, and also in the private sector, corporate good governance. Give you an example. We suffered in Africa for a long time from illicit financial outflows. It almost doubled the financial aid Africa is receiving. And you say, why is that? And you look at it, and you see a lot of money flows out of Africa illegally because companies don't pay their taxes because of price shifting under IPR or whatever. And actually, you guys in Europe started to feel this problem with Google, with Starbucks or whatever, and you have so many court cases now going. We had this problem for 50 years. I'm very glad that you started to know about this problem now, because we need a change in the international position on this. Business have gone global, but our taxation system are still in little national silos. So businessmen are able to choose, pick and choose. I want to pay tax in this country. No, I want to pay it here. You pick and choose what you like. That is not fair. And if you are the CEO of Google and your CFO comes to you and say, you know what, if we organize our business in Ireland and shift oral sales there and then we go to double tax, I save you so many billion. He turns to his legal counsel, says, that's absolutely right. What do you think the CEO will do? Of course, we, by this lack of proper coordination between our governments, are causing a major problem for business and then ending up causing a major problem for us, and that's something governments need to act on. I know that OECD is developing some, but you guys need to act on this. So that is, it doesn't cost money. Actually, it brings you money. You should be keen to do it. So that government should really move quickly to deal, and that's something will help us because we suffered that for a long time. Another area, which also doesn't cost money, is look at a very strange brand of companies called anonymous companies. I know if you know about this. Anonymous companies are trustees companies where nobody knows the beneficial ownership. These are legal. Legal in America, legal in UK, legal everywhere. And
What happens if you are a dictator, you steal money, what you do? You put it in an enormous company. Nobody knows the beneficial ownership. If you are a corrupt businessman, if you're a drug dealer, you put money. So we ask everybody, what is the business or social benefit of this enormous company? Can anybody tell us why it is useful? No answer. So we are also campaigning to really end anonymous companies, and I'm glad there's some moves in Europe now. And Cameron, to my surprise, David Cameron took really a very interesting stand there and passed the law, and I hope Germany is passing laws there, because we don't need anonymous companies. There's no function for it. It just facilitate corruption by our leaders and your corrupt politician or corrupt business people. So there are some actions which doesn't cost us money, but it really clean up the world governance regime. So we insist on better governance, not only at the government level, but also for international governance system and in corporate governance. It's time really for corporate governance to clean up itself. And that is also really a modest but legitimate request and cost no money. I think I maybe should stop here because I need to give a chance for other people to speak. So thank you very much, and a big kiss to Merkel. Thank you. Ja, vielen Dank, Mo Ibrahim, sehr erfrischend, wie gewohnt. Vielleicht darf ich weiß, dass Sie noch andere Termine haben heute, vielleicht darf ich aber gleich die erste Frage an Sie richten. Geht dann gute Regierungsführung bei Ihnen stets einher mit Demokratie und Transparenz? Denn wir sehen ja gerade in Afrika, wir haben, ich will nicht unbedingt sagen gute Regierungsführung, aber strenge Regierungsführung und in Teilaspekten ja auch erfolgreiche Regierungsführung in Ländern wie Äthiopien oder Ruanda, die sich nun nicht gerade der Demokratie rühmen dürfen. Aber gerade in den Nachhaltigkeitszielen und in der Armutsbekämpfung, in vielen Fortschrittsbereichen große Schritte nach vorn gemacht haben. In Äthiopien unter anderem in der Diversifizierung, in der Modernisierung der Landwirtschaft, da ist Äthiopien vorangekommen. Ist das für Sie ein Widerspruch? Denn es fehlen noch so ein bisschen die Erfolgsmodelle, in denen tatsächlich marktorientierte Demokratien den Wohlstand auch in die Massen bringen. Das ist mein Problem mit Afrika, wenn ich es noch einmal so pauschal sagen darf. I think you are raising a very important point. And if you notice, we have not allocated any weight to any of the various parameters. Yes, democracy or participation, as you call it, is part of our, but so is economic development, so is health, so is education. So this country may score poorly in one area, but they score very strongly in the other areas of development. So I'm very proud of the achievement of Malam Zenawi in Ethiopia. It has really moved the country for, he's a man for development. And he was, I mean, I'm sorry he died so young, but I love the man. And I used to tell him, look, you are a great embarrassment for me because I love you, but you are beating your guys up in the street. You know, I don't know how to handle that. So there is always this kind of situation. He's a great development man, and we love what he's doing. And in time, I hope they will open up for more democratic. This raises a question also. Like, I mean, I think the Chinese Communist Party did a good job. We have to accept that.
Those guys in 30 years moved their country from a totally backward country to the second. They've done a good job. You offer a job for 500 million people, yes. If you are happy about the state of democracy, yes, that's one area we acknowledge. But there's other areas which you have. So I think we need to have a balanced view with all these things. And by the way, if what I don't like is when people try to use the example of China for the wrong reason. When I see people talk only take only from China the example of single party, that's all. But then they indulge in corruption or whatever they're doing. And I say to some of our friends there, I really have no problem with you if you want to copy the Chinese experiment, but completely, because I recall there was time when every year Chinese will put up a number of mayors, a number of ministers against the wall and shoot them for corruption. And then all the leaders were wearing these blue pajamas, sandals, and going on bicycles. And I say, okay, why did you, Mr. President, go on a bicycle? You know, put on a pajama instead of your, you know, expensive suit. Stop drinking French wine. Those guys don't drink French wine. So we want to take from China the single party and example, but we take from the West the wine, the helicopters, the Riviera houses, and the boats, and come on, it doesn't work. Der Punkt ist angekommen, wobei ich eine kleine Anekdote anmerken darf. In Gabun war der Champagnerverbrauch der höchste der Welt. In Gabun war der Champagnerverbrauch der höchste der Welt. Ja? Ich darf ganz kurz noch die anderen Panel-Teilnehmer vorstellen. Vorne brauche ich niemanden mehr vorstellen, aber hier vorne sitzt zu meiner Linken Michelle Ndaye, Senegalesin, Politikwissenschaftlerin, öffentliches Recht studiert, Doktorandin momentan, Global Studies an der Universität Leipzig. Sie hat unter anderem für das UN-Entwicklungsprogramm gearbeitet, für die Afrikanische Union, war MD des Mandela Institute for Development Studies in Johannesburg, hat deshalb auch einige Jahre in Johannesburg gelebt, für Greenpeace gearbeitet, für diverse Institute und Verbände und einer, der mir als Radiomacher auch noch wichtig ist, der Weltverband der Lokalradios, sollte man nicht unterschätzen, die Wirkung des Radios in Afrika ist immens. Und gerade in den Community Radios steckt auch ein bisschen zivilgesellschaftliches Element und viel, viel Potenzial. Heute ist sie Programmdirektorin des Africa Peace and Security Program und das Institut für Peace and Security Studies an der Universität von Addis Abeba. In diesem Austauschprogramm mit der Partneruniversität Leipzig ist sie dann auch zu dem Studium gekommen, ist Doktorandin in Leipzig. Neben mir sitzt seine Exzellenzbotschafter Dr. Richard Cesibera, ein studierter Mediziner, Feldarzt in der Rwandan Patriotic Army, die Ruanda nach dem Genozid 1994 befreit hat, war unter anderem Leibarzt des jetzigen Präsidenten Paul Kagame, Gesundheitsminister, Botschafter für Argentinien, Brasilien, Mexiko. Und von 2003 bis 2008 hat er, glaube ich, auch seine diplomatischen Meriten verdient als Sonderbeauftragter des Präsidenten für die Region der Großen Seen. Von 2008 bis 2011 war er Gesundheitsminister und seit April 2011 ist er Generalsekretär der East African Community. Das Mandat läuft aus. Was machen Sie danach? Wissen Sie das schon? Haben Sie schon einen neuen Job oder bleiben Sie auf Lebenszeit? Ah, ein Geheimnis. Okay, gucken wir. Thomas Silberhorn muss ich den meisten hier, glaube ich, nicht vorstellen. Parlamentarischer Staatssekretär aus Bamberg, Jurist, Außenverteidigungs- und EZ-Politiker in der CSU-Landesgruppe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ja, parlamentarischer Staatssekretär im BMZ. Herr Kloppenburg, promovierter Agrar- und Sozialwissenschaftler,
Berater in Burundi in den 80er Jahren. Das war noch ein etwas anderes Burundi als das, was wir heute erleben. Aber ich bin sicher, Ihre Sinne sind auch noch geschärft für die Entwicklungen, die heute dort passieren. Für die Konrad-Adenauer-Stiftung war er in Indien. Seit 1989 ist er bei der, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, unter anderem in Brüssel im Sektor Energie und Umwelt und seit 2002 Bereichsleiter Europa-Asien, Vorstandsmitglied seit 2002 und zuständig für die, für die internationale Finanzierung. Und ein Leitspruch von Norbert Kloppenburg ist, so ist mir übermittelt worden, Afrika ist besser als sein Ruf. Andreas Lemmel muss ich, glaube ich, jetzt auch nicht groß vorstellen, ist ja hier heute quasi Mitgastgeber in der Fraktion und wird sich dann auch sofort in die Diskussion einschalten. Wir haben heute sehr viele Themen vor. Ich habe viele Karteikarten hier liegen und ich denke, wir werden wieder nur einen Bruchteil davon schaffen. Ich möchte vielleicht als erstes auf die Migrationsfrage eingehen. Wir werden das nicht ganz verhindern können. Wir haben in Afrika eine Bevölkerungsexplosion. Bis 2050 wird sich die Bevölkerungszahl verdoppeln, bis zum Jahr 2100. Ich kann es noch nicht mal richtig aussprechen. Nach UN-Prognosen wird es sogar eine Vervierfachung sein. Wir haben schon jetzt ein Viertel der Bevölkerung, das unter 18 Jahre ist, also 225 Millionen junge Leute, die auf den Arbeitsmarkt strömen werden, ein riesiges Potenzial, aber natürlich auch eine Zeitbombe, wenn man so will, wenn man die Leute, die jungen Leute nicht in Lohn und Brot bringt. Herr Bundespräsident Köhler hat ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, nach den jetzigen Schätzungen müssten 18 Millionen Arbeitsplätze jedes Jahr geschaffen werden, damit man überhaupt die jungen Leute in den Arbeitsmarkt absorbieren kann. Was das bedeutet, das kann man sich in wilden Farben ausmalen. Dennoch möchte ich beim Thema Migration nicht nur auf die Süd-Nord-Migration hinweisen, sondern auf die Migration auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Denn auch zum Beispiel Südafrika absorbiert unheimlich viele Hunderttausende, allein schon aus Simbabwe schätzungsweise 3 Millionen Migranten. Wir haben in den Ländern um die großen Seen mindestens 500.000 Flüchtlinge, die in den verschiedensten Ländern aus den verschiedensten Gründen zwischenzeitlich ein Ersatzzuhause gefunden haben, notdürftig versorgt werden in zum Teil menschenunwürdigen Großlagern. Wir hören wenig Klagen aus Afrika über die Versorgung dieser Flüchtlinge. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge in Afrika beträgt 23 Millionen. Das sind gar nicht die, die nach Europa wollen, sondern die in Afrika selbst versorgt werden. Deswegen ist Migration aus afrikanischer Perspektive, das ist zumindest meine Erfahrung als Programmchef, immer eine ganz andere. Und wenn wir nur über die Mittelmeerflüchtlinge reden, dann ist die afrikanische Perspektive auch eine viel weitere. Nämlich sagt, was ist eigentlich mit unseren eigenen Flüchtlingen? Kümmern die euch auch? Deswegen meine erste Frage an Michelle Ndaye, die sich unter anderem auch damit beschäftigt, Migration auch als Sicherheitsfaktor oder Unsicherheitsfaktor in dem Fall eher. Was schlummert da für eine Zeitbombe? Thank you very much. It's always a pleasure to come back to this discussion, and I remember that last year I was telling them that I enjoy coming here because it's always what I call coming back home. I said that I grew up in a house headed by someone whose nickname was how do you call it, the former Chancellor Bismarck. And I always said when I come back to Germany, I always remember my father, whose nickname was Bismarck, because of the rigorous way we have been raised all the time. So I'm back home, and I'm happy to be home.
I think the question is very, very pertinent, but also very important. And if you look at the infographic that I put through, just to show you quickly, migration from an African perspective, because I think the debate currently is very emotionally charged, and it's important to look at migration as well from the African perspective. And you've heard it earlier from President Koller, but also from the number of speakers before me, saying that Africa is rising, but Africans are leaving. But at the same time, a number of African countries are dealing with the burden of migration. So it's not only migration from Africa to Europe, but also migration, inter-Africa migration, which is also a topic that is very important. And it has an impact on the roots of migration towards Europe. So it's important a little bit for us to focus a little bit on what is happening in Africa. And these are just facts and figures that give you a little bit of example on how we deal with migration in the countries and the issues that we have to bear in mind in coming up with solution and the interconnectedness, but also the interdependency of today's world call us to look at also the root causes, and I really would like to continue to look at the root causes, Mr. President, because I think they are important. And there is nothing wrong in Europe saying, let's make sure that Africans stay at home. And a number of Africans would like to stay home. A number of Africans come to Europe to study, but would like to go back home and serve the continent. I'm one of that example. Many of young people who went back to Africa and are finding their way. And today I can come here and talk about the work I'm doing in Africa. So let's look at it quickly, look at this infographic quickly. And I would like to really start by looking at South Africa. And I think the speaker before me, I think our moderator pointed out that the burden on South Africa when it comes to a country receiving a number of its neighbors. And South Africa has been dealing with those economic migrants for a number of years. And that we should not forget. But also, we look at the issue of remittances. 1.8 billion. Going to Africa every year. I think this is a number that is quite important in the debate today, and why we should have a common understanding of migration. Call it refugees, we call it from our side, we used to say forced migration, because we believe that forced migration gives a broader understanding on how to deal with this issue. When we say forced migration, we include those who are moving because moving out of their countries because of instability and civil war. But also we're talking of economic migration, those who are fleeing their country because of poverty. So all of that is forced migration, and it is important to look at it from that point of view. But also, I think, and I'm coming back now to the number of Africans here, 31 million of Africans living outside their country. It's not only Europe, but across Africa when we say outside of their country. And Africa is diverse with its 54 countries, and each of them are looking at the taking the burden on intra-Africa migration. When I would like to come back to the issue, I think the question of the demographic and the booms. I used to say, for me, it's not an opportunity to have countries which population will double in 20 years. When you have a growth rate of 2.6, 2.4, your population double in 20 years, and a number of African countries are in that situation. And we used to say, this is a demographic dividend. It might pay off for us. And I think Dr. Ibrahim said it very clearly, if we don't manage it, it's going to be a bomb. But I think it's a bomb already, because I don't see, despite the fact that we're saying Africa rising, how we're going to create jobs for those young people coming out of on the market every year. And we're talking about millions of jobs to be created. And I think that's the critical question. So I don't see the demographic boom in Africa as really a dividend. I'm seeing it as a bomb, a ticking time bomb that needs to be taken into account when we talk about migration. The other issue that is important for me
in the entire debate that is emotionally charged on migration. Is the solution having a common understanding of what migration means? But second, the solution should be across the board. We need a holistic approach from the departing countries, which perhaps need long-term solutions, and I think development cooperation is not the only one. We have a number of incentives that need to be put in place, but also coming back to the transit countries. I think those are the category of countries we don't talk about. And if you look at North Africa today, I think the burden is on them. They used to become transit, now they are hosting migrant. And I think there is a number of measures also that need to be done to support those countries. And finally, in the receiving countries, we have to look at a number of incentives. And those incentives come from mobility, the mobility factor. And I will give you just one example to illustrate why it is important to look at incentive and mobility. Spain, I come from a country that is a very small country in West Africa, known for its political stability. But yet, a number of Senegalese are crossing the Mediterranean. So you ask why. That shows you the complexity of the situation. It's not only about stability and governance. It's also about poverty. And I think that's where the difficulty really lies. And you ask yourself, if you live in a country that is very stable, where you can find, you have a human security that is guaranteed in somehow, why should you want to cross the Mediterranean? And those are the questions we need to ask. And the example of the cooperation, bilateral cooperation, was Spain, for example, give an incentive for migrant workers. Those who used to cross the Mediterranean have been given contracts, seasonal contracts, going to Spain, working, and coming back every 6 months. And if you don't come back, those who actually should go are not going. So it gives you the possibility to look at mobility as one of the solutions of that. And finally, I would like to say that I think in talking about migration and the economic and the demographic boom in Africa, we need to look at two factors that are hindering factors in this debate and need long-term solution. One is the issue of remittances. It's a very lucrative business. A number of African countries do not want their refugees to come back because remittances is important. That is one of the critical factors that need to be taken into account in finding solution to this, to the crisis, migration crisis. And the second one is that the demographic boom will continue to be there for us. So long-term solution and planning is important. And the question today is, are we ready? I think preparedness and readiness are the key words today. We are not ready to face this because we have different language and we have different ways of approaching the issue as well. Thank you. Da wir heute im Deutschen Bundestag sitzen, wollen wir jetzt vielleicht mal gucken, was Afrikaner überhaupt von der deutschen Politik erwarten. Da gibt es einen kleinen Einspielfilm zu den politischen Entscheidungen. Wenn Sie den vielleicht jetzt einspielen könnten, bitte. Nope. If there is no opportunity in Europe, nobody would migrate to Europe. So there must be a gap in Europe that people are filling in. Den nächsten, because bitte. Let me put it this way. Water does. I would think that the best contribution Germany can make is the areas where it has been contributing, which is in the area of skills and knowledge, providing technical support to Treasury to make sure that the Treasury is strong enough to enforce a financial management and the compliance with the public finance management. The advanced nations or these industrial countries, one thing that they do is probably to impose their pattern or their system of life or political life, social life, economic life into African societies. Now we are different people with different cultural background, with different mentality. So this must be addressed
anytime if they want to come up with any policy, be it economic policy, be it social policy, or be it any policy relating to economic or politics or social, of course, number one, we have to seek this reality from the Africans themselves. Sit down with the Africans themselves. And even the war against terror, our government needs help because their way of fighting terror is making young people disappear. Killing young men, brutal violence, scorched earth policy. And because Europe has been dealing with extremists for a long time now, since 9/11, so they've been doing that longer than Kenya, there's a way they could actually partner with our Kenya Police Force or Kenya Police Service to ensure that our Kenya police are well trained in dealing with extremists. And so Europe has this habit of looking the other way when it doesn't have their foreign interest. So when it serves their foreign interest, actually, Europe get to intervene or they speak about it. When it does not serve their foreign interest, they just look the other way. Tolle, interessante Leute, Thuli Madonsela zum Beispiel, Public Prosecutor in Südafrika, war diejenige, die den Nkandla-Gate-Skandal um die Privatresidenz von Präsident Jacob Zuma hartnäckig und öffentlich verfolgt hat und sich auch nicht unterkriegen lassen hat, trotz immensem politischen Drucks, dem sie ausgesetzt war. Das ist wirklich eine tolle Frau und eine der Mutmacherinnen. Ich würde gerne den Blick da auch ein bisschen auf die afrikanischen Institutionen legen, denn Herr Bundespräsident Kula hat ja vorhin völlig zu Recht gesagt, die Verantwortung für Veränderungen in Afrika liegt bei den Afrikanern selbst. Davon bin ich auch tief und fest überzeugt. Wir können unterstützen auf verschiedenste Art und Weise. Und wir tun das auch. Manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen mit dem Gießkannenprinzip, wenn ich mir angucke, wo die EZ-Gelder hinfließen für die afrikanischen Institutionen. Da gibt es das Panafrikanische Parlament, da gibt es NEPAD, da gibt es den African Peer Review Mechanism, von dem man lange Jahre nichts mehr gehört hat. 30 Staaten haben sich dem mal verpflichtet. 13 sind den Prozess inzwischen durchlaufen und arbeiten, wie es heißt, an der Implementierung. Auch das kann natürlich noch Jahre, Jahrzehnte dauern. Aber der ganze Prozess scheint doch etwas ins Stocken geraten zu sein. Die Frage vielleicht an Richard Sisibera. Wie wichtig ist denn die institutionelle Unterstützung für die vielen kleinen und größeren Organisationen unterhalb der AU in dem Fall aus Deutschland? Bringt das einen sichtbaren Effekt, zum Beispiel für Sie, für die East African Community? Wäre die East African Community ohne die EU-Hilfe überhaupt arbeitsfähig? Well, the East African community has to work. It works better with support from partners, but even without support, it would have to work. Let me piggyback onto the question about migration and why we in East Africa think regional integration is important. I think migration is a human phenomenon. In East Africa, we have the Serengeti Mara. I would invite you to come and visit. The wild beast migrate every year. Birds migrate from Europe to East Africa. They migrate either because they fear or they look for food. So humans do the same. You migrate either because of fear or food. And to solve that, you have to create security and prosperity. There is no other solution. You can't build borders, that will stop people from migrating. That is why in East Africa we have opened our borders. We are working towards opening our borders because we want to create prosperity for our people. Let me give you just two examples. It costs $4,500 to move one container
from China to the East African coast. 4,500. $1,500. It costs 4,500 to move that container from Mombasa to Kigali. Now, why? Because of lack of infrastructure, because of non-tariff barriers to trade, including roadblocks, policemen who stop trucks all the time, way bridges, local government. So we got together in 2012, took all the ministers and said, look, can we solve this problem? I'm glad that now the leaders have taken this up, simply by increasing efficiencies at the port of Mombasa and Dar es Salaam, removing roadblocks, building one-stop border posts, making sure that we have a single customs territory. We have brought down that cost by $1,500. Very minimal investment. Turnaround times have more than tripled. It used to take about 21 days to move a truck from Mombasa to Kigali. It now takes about five days. And that's because they're not moving at night. The next stage is to make them move at night. Yeah, it can even be shorter. So integration is critical to get ourselves to trade among each other. East Africa, Africans are not trading among each other enough. In our case, our intra-EAC trade is about 26%. For the whole of the continent, it is less than 10%. To me, this is what we need to change. It is not what we are doing with the Europeans, what we are doing with the Chinese, what we are doing with India that is important, although that is very important, but what we are doing with each other as Africans. Number two is to simply try to make the movement of people easy. Now, it's very difficult to move on the African continent, I have to confess, very difficult. Especially if you're an African. If it's much easier to move on the continent if you're European. If you carry a German passport, it's very easy for you to move across East Africa, across Africa. If you carry an African passport, very difficult to move in Africa. And so we have to change that. And lastly, Ghana, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, Ghana hat das gerade eingeführt. Yes. Freie Einreise für afrikanische Bürger, ein Vorreiter. Yes, we have a number of good countries actually. There is Rwanda, where I come from, free visa. Mauritius doing the same, Seychelles, Ghana has joined. We hope others can join because this is critical for the prosperity of Africa. So, yes, support from Europe is important to us, and Germany is a critical supporter of the East African community. Probably our number one partner now. So that support is important. But for me, the most important thing is for Africans to do what we know what should be done. We all have visions, we have plans, we have projects. In East Africa, I have a scorecard of the integration agenda, which we give to the heads of state every time they meet, to say, you need to change this rule, you need to change this regulation. So I think we have run out of time for excuses, in my opinion. We know what we need to do. We know what the future holds for us if we don't do what we need to do. So must simply do it. Hopefully Europe will join us, but more, if Europe doesn't join us, I would be happy for you to organize all these other Africans and we do it ourselves. And yes, so that's the way I see it myself. Eine kleine Anschlussfrage noch. In Zeiten, in der die Europäische Union doch schwächelt, ist die EU noch ein Vorbild für die EEC?
we have a very interesting relationship between the European Union and the East African community. We have just signed an economic partnership agreement with the European Union. Although it is imperfect, I think it is the first time that we have sat down with Europe to discuss the terms of trade between them and ourselves, which is a good step. In the past, Europe gave us whatever Europe thought. Now we have discussed and we have some kind of agreement. But the relationship is interesting because between 1967 and 1977, the European Union was coming to East Africa to learn about the East African community and how you integrate. We were more advanced. Then in the 70s, Europe picked up, the European Union picked up, 70, 80, 90. Our community broke apart. Then we revived it in 2000. It's now getting stronger. And at the time we are moving towards the monetary union, Europe seems to be moving away. So we seem to, I think we shall be the repository of integration when Europe, if Europe weakens, which I don't hope it does, we can at least have a place you can learn from about what works, and then we work in synergy. So I think the European Union is a good example. You should keep it. I don't understand why people should be wanting to break up the European Union. It doesn't make sense to us because it's been the repository of your stability, your security. It has to be our integration has to be the repository of security and prosperity. So I hope you don't break up the European Union very strongly. Herr Silberhorn, an Sie vielleicht auch die Frage jetzt nach den afrikanischen Institutionen. Ich habe hier mal ungefähr so die Einzelzahlen rausgesucht, was wir alles so fördern, damit die Institutionen überhaupt funktionsfähig sind. Darin liegt ja womöglich auch eine Gefahr und auf der anderen Seite vielleicht so ein bisschen das Risiko, dass man tatsächlich mit der Gießkanne fördert, was man vielleicht regionaler, lokaler, effizienter nach vorn bringen könnten. Ist da so eine Art Umdenken schon im Gang in der Bundesregierung, im BMZ, dass man sich regionaler eher nach den Erfolgsaussichten orientiert und sagt, die EEC, die sind jetzt schon bei der Zollunion, die sind schon sehr weit gekommen. Da eröffnet sich auch ein Markt von vielleicht 200 Millionen Konsumenten mit vielleicht, wenn alles gut läuft, stabilen Institutionen. Sagt man, mit der SADC läuft es jetzt im Moment gerade nicht so gut, mit ECOWAS ist es sowieso schwierig und jetzt machen wir lieber mal auf EAC. Ist das vielleicht sogar erfolgreicher? Ja, vielen Dank. Zunächst will ich meinem Vorredner die Sorge nehmen, die Europäische Union wird nicht kaputt gehen. Wir leiden in der Europäischen Union im Moment nach meiner Wahrnehmung nicht daran, dass alle ihre Haltung geändert hätten. Also dass es jetzt ein Maß an Solidarität nicht gäbe, das es vielleicht vorher gegeben hätte. Das sehe ich nicht. Wir leiden eher daran, dass alle europäische Politik so machen, wie sie es bisher schon immer gemacht haben. Mit dem Unterschied, dass es jetzt um Menschen geht und nicht nur um Geld. Das ist vielleicht etwas provokativ und zugespitzt, aber ich glaube, es ist ein Körnchen Wahrheit schon darin. Und wir sind auf dem Weg, da europäische Lösungen zu finden. Und wie wichtig das ist, zeigt in der Tat auch der Blick auf unseren Nachbarkontinent Afrika. Das ist schon ein Vorbild, die Art und Weise, wie wir in der Europäischen Union miteinander umgehen. Das, was Sie mit regionaler Integration angesprochen haben, orientiert sich natürlich in weitem Maße an dem, was wir in der Europäischen Union geschaffen haben. Was wir allerdings nicht geschafft haben, ist, dass wir uns tatsächlich auch dem Nachbarkontinent zuwenden. Das, was wir jetzt erleben mit Flüchtlingsströmen, die nach Europa kommen, ist auch ein Ergebnis von mangelnder Zuwendung zu unserem afrikanischen Nachbarkontinent über Jahre und Jahrzehnte.
Und ich sehe auch Unternehmensvertreter, Nick, und freue mich, dass einige hier sind. Es gibt nach unserer Einschätzung etwa 1000 deutsche Unternehmen, die in Afrika aktiv sind. Und diejenigen, die hier sind, machen schon einen beträchtlichen Teil dieses Engagements aus. Aber 1000 Unternehmen auf einem Kontinent mit 1,2 Milliarden Menschen, 54 Länder, über 2000 Sprachen, das ist fast nichts. Viel zu wenig. Und deswegen werden die Herausforderungen, von denen wir spüren, dass sie auf uns zukommen, natürlich nicht in Europa lösen können, sondern mit einem Beitrag vor Ort. Aber vor Ort heißt jetzt nicht, wir tun mal da und dort, sondern in dem Ansatz einer Partnerschaft, wie es die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ja auch entwirft, in einer Partnerschaft auf Augenhöhe, wo jeder an seiner Stelle mehr tun muss. Und was mich immer umtreibt, Herr Bundespräsident, ist, vielleicht auch das etwas provokativ, aber wir beginnen so langsam den Mittelmeerraum wieder als ein verbindendes Element zwischen unseren beiden Kontinenten zu betrachten. Und es lässt mich nicht los, dass ich den Eindruck haben muss, vor 2000 Jahren waren die Römer schon mal weiter. Also vor zwei Wochen war ich im Sudan. Die Römer sind bis in den Sudan gekommen und bei uns zu Hause haben sie den Limes gebaut. Also das war sozusagen deren Einflussbereich. Wir verwenden andere Instrumente heute, insbesondere zivile. Aber diesen Blick für das Verbindende, ja, den müssen wir uns dringend aneignen, sonst werden wir mit all dem, was wir hier in Europa tun, keine ausreichenden Antworten finden. Vielleicht die regionale Integration ist ein Instrument, das für afrikanische wie für europäische Akteure hilfreich ist. Und ich will gleich erklären, warum, aber lassen Sie mich noch neben diesem Blick aus Europa noch mal einen Blick nach oder in die afrikanische Situation hineinwerfen. Was mir oft fehlt, ist schlichtweg die Mitte. Wo ist die Mitte der afrikanischen Gesellschaften? Die Feststellung, dass es große Ungleichheiten gibt und dass die größer werden, ist ja richtig. Und das erleben wir in den USA und in Russland, in vielen Staaten, eine kleine Schicht sehr reicher Leute, eine große und wachsende Schicht armer Leute. Aber wenn man Stabilität will, wenn man Sicherheit will, im Sinne auch sozialer und ökonomischer Sicherheit, wenn man ein auskömmliches Miteinander organisieren will, dann braucht man eine starke Mitte in einer Gesellschaft. Und das fehlt mir am allermeisten, wenn wir diese Ungleichheiten beschreiben. Das können Sie durch sämtliche Bereiche durchdeklinieren. In der Landwirtschaftspolitik einige große Firmen, Agrarindustrie, Foreign Direct Investment, aber eine Masse an Pastoralisten und Kleinbauern, die zum Teil 80% der Bevölkerung ausmachen. Wo ist die Mitte? Es gibt sie nicht. Gewerbe, große Investitionen in Großprojekte auf der einen Seite, ja, die braucht man auch, aber damit schaffen sie nicht den Grund, auf dem eine Gesellschaft insgesamt nach oben kommt. Und darunter viele Kleine, die keinen Zugang zu Finanzen haben, keinen Zugang zu Energie, keinen Zugang zu Land. Es fehlt die Mitte. Nehmen Sie die Bildung. Sudan habe ich gerade genannt, durchschnittliche Bildung im Sudan 3,4 Jahre. Der Unterschied, Stichwort Ungleichheit, zwischen den wenigen, die akademische Ausbildung genießen und den vielen, die bei Primärschulbildung stehen bleiben, macht erneut deutlich, es fehlt die Mitte. Und wenn ein Unternehmen aus Europa investieren will, braucht es qualifizierte Arbeitskräfte. Wo sind die? Es werden gar nicht überall nur Ingenieure gebraucht. Übrigens in Deutschland auch nicht. Also muss auch noch einer die Schaufel halten. Und es muss auch so, also schön, wenn viele studieren, aber einer muss die Universitätsbibliothek noch bauen und einer muss den Catering-Service machen und einer muss auch sauber machen. Also auch dafür braucht es Qualifikationen und es ist ein Drama, wenn wir sehen, wie jetzt in Nordafrika der Tourismussektor einbricht mit Milliardenschäden. Es gehen Hunderttausende von Jobs verloren, die wieder aufzubauen, sehr, sehr mühsam ist, weil wir schon drohen, diese Balance zu verlieren und abzudriften in Fragilität, Terrorismus. Also wenn wir diese Mitte stärken wollen, dann ist regionale Integration vielleicht ein Hebel, weil natürlich Unternehmen beispielsweise nicht auf einzelne Länder schauen. Unternehmen schauen auf Märkte, auf Kunden, auf Verbraucher. Und deswegen investieren deutsche Unternehmen, wenn sie denn nicht nur
Das ist schon mal ein Fortschritt, wenn sie investieren, also wenn sie nicht nur verkaufen wollen. Ja? Also wir sind Exportweltmeister und sind wir stolz drauf. Wir bräuchten für Entwicklungsländer nicht nur Export, wir brauchen Investitionen. Und natürlich investieren Unternehmen gerne in Ländern mit großen Märkten. So, und in Afrika findet das ja auch statt, in Südafrika, Nigeria, Kenia. Und regionale Integration wäre ein Instrument, um diese Inseln, auf denen schon etwas mehr passiert als in anderen Staaten, etwas zu verbreitern, ist natürlich auch gefährlich. Also die Steuerungskapazität eines einzelnen Landes nimmt natürlich ab. Also Binnenmarkt heißt, wir schaffen die Binnengrenzen ab. Keine Steuern mehr innerhalb, also an den Binnengrenzen, sondern gemeinsamer Schutz der Außengrenzen. Und das bedeutet, es kann nicht jeder alleine mehr steuern. Und das erfordert ein Maß an Transparenz, auch an Kapazität, das natürlich einen Wandel voraussetzt. Transparenz halten wir ja immer hoch, ist auch gut, ist aber auch gefährlich. Ne? Ist gefährlich für diejenigen, die von Intransparenz leben. Und deswegen lege ich sehr großen Wert darauf, dass in der Entwicklungszusammenarbeit mit den vielen Instrumenten, die wir haben, versuchen zu sehen, wo sind eigentlich Potenziale, wo wir neu denken können und einen Unterschied machen können. Ich nenne mal, wenn es gestattet ist, noch zwei Punkte. Das ist oder einen inhaltlichen Punkt, einen strategischen Punkt. Und ein sachlicher Punkt ist zum Beispiel Informations- und Kommunikationstechnologie. Wir haben begonnen, das als ein neues Thema der Entwicklungszusammenarbeit zu begreifen. Wir haben eine digitale Partnerschaft mit Afrika errichtet, eine Reihe von Handlungsfeldern und Regionen uns ausgesucht, wo wir tätig werden sollen. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit macht heute bereits über 260 Projekte im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie weltweit. Und wenn Sie das System mobiles Bezahlen, Mobile Payment, M-Pesa anschauen, das in Afrika erfunden worden ist, nicht im Silicon Valley, dann sehen Sie, welcher fruchtbare Boden vorhanden ist. Wir kennen die Bedarfe gar nicht. Und wenn 60% der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung in Kenia 60% heute mit M-Pesa umgesetzt werden, dann sind wir in Deutschland weit, weit davon entfernt. Und das zeigt, dass eine neue Technologie tatsächlich einen Unterschied machen kann. Wir haben gar nicht die Möglichkeit von außen diese Bedarfe überhaupt zu erfahren und die Ansätze zu entwickeln, wie man das macht. Das ist ein Treiber für Entwicklung, ein Treiber für Innovation. Und die Innovation in Informations- und Telekommunikationsindustrie wird vielleicht künftig gar nicht aus dem Silicon Valley oder aus Südkorea kommen, sondern aus Afrika. Wir kriegen es in den Industriestaaten fertig, die teuren Smartphones herzustellen, die sie bei uns überall kaufen können. Aber wer schafft das Smartphone für 10, 20 Dollar, das man sich in Afrika leisten kann, das funktioniert? Wer schafft eigentlich bei dem Haufen Geld, das wir für teure Smartphones ausgeben, wer schafft mal ein Smartphone, das zu halbwegs fairen Bedingungen produziert ist weltweit? Kriegen wir nicht hin, finden sie nicht. Es gibt jetzt erste Ansätze, die das versuchen, die ich höchst anerkennenswert finde, aber wenn sie die ganze Lieferkette zurückgehen, bis zu den Rohstoffen, Coltan und was das alles ist aus dem Kongo, ein faires Produkt finden sie in einem deutschen Elektronikgeschäft nicht. Und das zeigt, wo die Probleme liegen. Da müssen wir sehr tief gehen. Lieferketten ist ein wichtiges Thema und der Kollege hat vorhin genannt, wir sollten nicht nur Mercedes in Deutschland produziert und Gurken in Afrika. Nein, so einfach ist es nicht. Es sind globale Lieferketten von deutschen Oberklasse-Autos, ich könnte jetzt eine bestimmte südbayerische Marke nennen, stammen mehr als 50% der Zulieferteile aus einem afrikanischen Land. Das ist ein Teil der Wertschöpfung, die tatsächlich in Afrika stattfindet. Und wenn der fair gehandelte Kaffee, den wir jedes Jahr gerne mit Nachdruck und mit Liebe propagieren, wenn der gelegentlich nicht nur angebaut wird in einem Entwicklungsland, sondern auch die Veredelung und Weiterverarbeitung, das Rösten und alles, was dazugehört, auch in einem Entwicklungsland stattfinden würde und nicht schon wieder bei uns, dann wäre das auch ein Teil der Wertschöpfung, die dringend notwendig ist, um das große Bevölkerungswachstum in vielen Entwicklungsländern, gerade in afrikanischen Ländern, aufzufangen und Jobperspektiven zu bieten. Bildung muss auch mit Jobperspektive verbunden sein. Und das, wenn Sie noch gestatten, in zwei Minuten einen strategischen Punkt anzusetzen. Ich weiß, ich mache es kurz, aber zur Finanzierung muss ich noch was sagen. Wir müssen in der Entwicklungszusammenarbeit auch die Kraft aufbringen, nicht nur über die Ausgabenseite zu reden und zu fragen, wo sind unsere Schwerpunkte, was machen wir mit diesem Geld, sondern wir müssen auch fragen, wo kommen denn die Mittel für Entwicklung her? Wir halten fest an unserem 0,7%-Ziel und wir haben einen gewaltigen Aufwuchs in unserem Etat, aber wir wissen auch, oder wird nicht reichen, um die ambitionierten Ziele der Agenda für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das ist nur eine Säule.
Die zweite Säule ist eigene Ressourcen der Entwicklungsländer. Die dritte Ressource ist Privatsektor. Und Privatsektor ist nicht nur ausländische Direktinvestition, sondern Formalisierung des informellen Sektors, eigene Ressourcen, kleiner Mittelstand, Gewerbe, Handel in den einzelnen Ländern selbst. Und Domestic Resources, eigene Ressourcen, bedeutet schon auch das große Ziel, dass Entwicklungsländer sich finanziell unabhängiger machen von Geberstrukturen, dass sie die eigenen Ressourcen nutzen. Und wir müssen sehr aufpassen, dass nicht für öffentliche Aufgaben in Entwicklungsländern die ODA-Mittel gerne genommen werden, aber dann eine zweite Säule eigener Ressourcen besteht, wo keine Transparenz herrscht und wo wir nicht so richtig hineinschauen können, was damit gemacht wird. Wir brauchen dazu einen partnerschaftlichen Ansatz, keinen erhobenen Zeigefinger, aber es gibt erfolgversprechende Modelle, wie man aus einem Dollar Investition in die Steuerverwaltung 100 Dollar Return bekommen kann. Die OECD hat sehr erfolgreiche Beispiele. Wir haben eine Steuerinitiative gegründet bei der Finanzierungskonferenz in Addis mit 32 Partnerstaaten im letzten Jahr. Diesen partnerschaftlichen Ansatz müssen wir pflegen in der Entwicklungszusammenarbeit, damit man auch an der Einnahmeseite zu besseren Lösungen kommt. Und die Eigenverantwortung, die wir oft einfordern und die in der Tat noch ausbaufähig ist in vielen Orten, die hängt natürlich auch damit zusammen, dass man diese eigenen Ressourcen hebt, aber dass man diese Mittel dann auch einsetzt für öffentliche Aufgaben, Ernährungssicherung, Bildung und Gesundheit. Vielen Dank. Wir haben jetzt doch eine Reihe von Impulsreferaten und haben noch gar nicht so richtig angefangen zu diskutieren. Zum Mythos Aufschwung muss ich doch sagen, dass der sich ja nun in den letzten Monaten doch sehr stark herauskristallisiert hat als rohstoffgetrieben. Wir sehen die Chancen und die Risiken, aber so ein bisschen ist die Euphorie von 2010, 2011, Afrika als der große Chancenkontinent, das Asien von morgen doch verfallen, weil wir gesehen haben, dass die afrikanischen Regierungen speziell in den rohstoffreichen Ländern es versäumt haben, rechtzeitig zu diversifizieren. Ghana, Nigeria haben jetzt ungefähr 40% Einbrüche im Staatshaushalt, weil die Ölproduktion eingebrochen ist. Angola, ein Land, das sicherlich auch eine sehr erfolgreiche Landwirtschaft führen könnte, ist zu 98% vom Ölexport abhängig. Die guten Beispiele, die Sie genannt haben, die gibt es. In der IT-Branche, da bin ich überzeugt davon, M-Pesa haben Sie genannt als eines und mit vielen inzwischen schon Tochter-Applikationen, die genutzt werden. M-Pesa findet übrigens auch gerade über den Umweg Rumänien nach Europa und auch die großen Migrationszahlen entdecken jetzt inzwischen oder umgekehrt, die Banken entdecken die Migranten inzwischen auch als Kunden über ein mobiles Bezahlungssystem, das M-Pesa ähnelt. Auf der anderen Seite könnte ich Ihnen auch wieder ein negatives Beispiel nennen. Barclays trennt sich von 15% seiner, stößt sein Afrika-Geschäft sogar komplett ab. Hat vorher viele Sicherheitsfeatures von seiner südafrikanischen Tochter Absa übernommen, die heute weltweit gebraucht werden. Jetzt zieht sie sich aus dem Afrika-Geschäft zurück. Es fehlt vielleicht überall die Mitte. Bei der These wäre ich gern dabei. Der Aufschwung der Mittelklasse, da gab es ganz optimistische Schätzungen von der afrikanischen Development Bank. Die sprach von 350 Millionen Afrikanern, die dazugehörten. Da rechnet man, ist man davon ausgegangen, dass 2 bis 10 Dollar pro Tag Einnahmen schon die Mittelklasse definieren. Wenn man andere Maßstäbe ansetzt, kommt man zu ganz anderen Zahlen, viel ernüchternden Zahlen, nämlich die Credit Suisse zum Beispiel, die von einem Jahreseinkommen von 22.000 Dollar ansetzt, dann sind es plötzlich nur noch 18 Millionen, die in Frage kommen. Aber das ist gerade die richtige Frage für Herrn Kloppenburg, KfW. Der Mittelstand, erstens der deutsche Mittelstand, der sich sehr schwer tut, in Afrika zu investieren. Wir haben die Zahl von 1.000 Unternehmen gehört. 600 davon sind, glaube ich, noch in Südafrika. Wenn man die auch noch rausnimmt, dann ist es doch ein ziemlich kärgliches Ergebnis. Deutschland, Exportweltmeister, möchte immer stark exportieren, neue Märkte entdecken, aber investieren ist, glaube ich, noch etwas problematisch in Afrika. Oder haben Sie andere Beispiele, Herr Kloppenburg? Ja, vielen Dank. Ich lasse mich auf ein paar Punkte eingehen, die Sie gesagt haben.
wo ist die Mitte? Das wurde ja jetzt hier mehrmals angesprochen. Ich glaube, wir müssen alle konstatieren, dass wir uns ein bisschen haben blenden lassen von den hohen Wachstumsraten der letzten 10, 15 Jahre, 5%, 8% über die Laufzeiten. Und Sie haben völlig recht, das war sehr stark auch Rohstoffboom getrieben. Da war auch China als globale Wachstumsmacht dahinter. Das haben wir jetzt in der Situation nicht mehr. Und hinzu kommt auch noch eine, sag ich mal, eine Kapitalmarktsituation, wo nur in den USA ein bisschen darüber diskutiert werden muss, ob die Zinsen steigen. Und das führt dann gleich wieder zu Kapitalflucht aus den afrikanischen Ländern. Also man muss sagen, diese drei Faktoren zusammen, da bläst den afrikanischen Ländern in der Gesamtheit der Wind wirklich sehr stark ins Gesicht, in unterschiedlichem Maße. Diejenigen, die stark in die Weltwirtschaft integriert wurden, sind mehr davon betroffen, als die, die weniger integriert wurden. Aber letztlich kann sich diesen globalen Situationen letztlich keiner entziehen. Ich glaube alle, wir haben ein bisschen die Wachstumsmöglichkeiten oder die Euphorie, die da mal herrschte, das war ein bisschen überzogen. Ich erinnere mich, dass es vor ein paar Jahren mal so in Analogie zu den Asian Tigers von McKinsey den Spruch kam, African Lions on the Move. Das war sicherlich sehr schön und ich würde sagen, das stimmt auch noch, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut. Aber so schnell geht der Löwe eben doch nicht. Der ist eben kein Gepard, ne? Sondern der schleicht sich so ein bisschen dahin. Aber letztlich kommt er dann doch irgendwo zum Zuge. Und so würde ich das hier an dieser Stelle jetzt auch mal so sehen. Die Frage, wo bleibt der Mittelstand? Und Sie hatten es ja speziell auf den deutschen Mittelstand bezogen. Es ist schon tatsächlich so, dass der Mittelstand in Deutschland, der deutsche Mittelstand in Afrika nicht so unbedingt so groß präsent ist, wie wir es alle gerne sehen würden. Es ist aber auch so, dass der deutsche Mittelstand natürlich auch nicht mit anderen Problemen kämpft als der afrikanische Mittelstand selber. Das muss man mal konstatieren. Wir haben heute schon sehr viel über das Thema Governance gesprochen. Ich glaube, das muss ich nicht wiederholen. Governance-Themen sind einfach absolut zentral. Und die Weltbank und IFC, die geben ja immer so einen schönen Bericht raus, der nennt sich Doing Business. Da wird sehr schön aufgelistet, was sozusagen die ganzen Governance-Probleme sind. Und im Endeffekt endet das dann immer damit, wie viele Tage braucht man, um ein Unternehmen zu gründen. Und da haben sie in der Regel, naja, das geht schon sehr stark an Jahre dran, ja, um da überhaupt, bis sie mal mit ihrem Unternehmensgründung durch sind. Das trifft für den afrikanischen Mittelstand zu, das trifft aber auch genauso für den deutschen Mittelstand zu, wenn er denn tatsächlich mal nach Afrika geht. Also das ganze Thema Governance, ausführlich diskutiert worden heute, muss ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Das ganze Thema Infrastruktur, ja, das ist natürlich ein zentrales Thema. Als ich vor 30 Jahren, das wurde eben mal angesprochen, in Burundi lebte, wenn Sie da von Land A nach Land B wollten, dann gab es die Ethiopian Airlines, die flog von Ost nach West. Wenn Sie da hin wollten, Sie waren unterwegs an deren Strecke, konnten Sie fliegen. Ansonsten mussten Sie nach Paris und dann von Paris wieder runter nach Afrika rein. Das hat sich Gott sei Dank heute schon völlig geändert. Heute können Sie überall rumfliegen, also es hat sich was gebessert, aber es ist noch nicht so schnell, wie es eigentlich sein, wie es wirklich sein sollte. Wir brauchen mehr Flugverbindungen, wir brauchen Flughäfen, wir brauchen Seehäfen. Mein Freund Mo hat eben erwähnt, unser Kollege hier war es, wie lange es dauert, einen Container von Mombasa nach Kigali zu bringen. Also ich weiß das aus leidvoller Erfahrung, weil wir mal den Versuch unternommen haben, uns an einer dieser Eisenbahngesellschaften zu beteiligen. Wir sind immer noch daran beteiligt. Und die geht dann von Mombasa bis nach Uganda. Sie lachen, Sie wissen, was ich meine. Ich bin da mal mitgefahren, nicht die ganzen 7 Tage. Aber ich sage Ihnen, es ist überhaupt kein Problem, auszusteigen, neben der Eisenbahn nebenher zu gehen. Sie kommen nicht ins Schwitzen, vielleicht ein bisschen, weil die Sonne scheint, aber nicht, weil Sie laufen müssen, sondern weil Sie gehen dann nebenher und dann steigen Sie wieder ein. Diese Eisenbahn ist 40, 50 Jahre alt. Und natürlich haben wir jetzt viel Geld reingesteckt in die Waggonerneuerung, Spurerneuerung. Aber so eine Eisenbahn bauen, das geht nicht in einer Woche. Das geht auch nicht in einem Jahr, das geht auch nicht in 3 Jahren. Da brauchen Sie länger zu. Das geht durch mehrere Länder und das muss man respektieren. Auch wir sind in Berlin, ich zitiere jetzt nichts Berliner, aber wir wissen alle, Infrastruktur braucht seine Zeit und wir müssen auch den afrikanischen... Ich komme aus Hamburg und ich weiß, dass es da auch hin und wieder mal Themen gibt. Also ich glaube, wir müssen einfach auch akzeptieren, dass Infrastruktur seine Zeit braucht und wir sollten jetzt nicht verlangen, dass in Afrika Infrastruktur von heute auf morgen dann tatsächlich gebaut wird. Das Gleiche könnte ich dann weiter fortführen mit dem Thema Solarenergie. Es ist eben mal das Thema Solarenergie angesprochen worden, auch Wasasat wurde angesprochen. Wasasat ist ein wunderschönes Beispiel. Wasasat sind wir sehr stark engagiert. Es sind 100, 150 Megawatt. Es ist wirklich ein tolles Projekt. Aber es sind 100, 150 Megawatt.
wie viel Megawatt brauchen Sie, um Afrika mit Energie zu versorgen? Definitiv mehr. Und Sie können das nicht alleine mit Solarenergie machen. Sie können mit Solarenergie können Sie sicherlich Haushalte versorgen. Sie können mit Solarenergie Kleinunternehmertum versorgen. Aber Sie können keine Städte versorgen. Und was wir natürlich in Afrika dann auch brauchen, wir brauchen große Energieprojekte, grenzüberschreitende Energieprojekte, Wasserkraftprojekte, die gibt es, aber da brauchen wir auch einen Konsens zwischen den Beteiligten, da müssen wir alle dann arbeiten. Aber auch das sind Themen, die gehen nicht von heute auf morgen. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu dem deutschen Mittelstand auch sagen. Wir klagen manchmal so ein bisschen darüber, dass so wenig nach Afrika geht. Aber es ist auch immer eine Frage der Alternativen. Der deutsche Mittelstand hat sich seit 20 Jahren nach Osteuropa orientiert. Die Märkte sind offen, die sind viel näher, kulturell steht es uns näher. Und da wurde eben nicht nur verkauft, sondern er wurde auch massiv in diese Länder investiert. Der deutsche Mittelstand hat massiv in Asien investiert, denn die Asian Tigers waren halt eben doch mal ein bisschen schneller. Und da muss man sehen, Kapital geht dahin, wo es dann eben schneller geht. Kapital geht auch dahin, wo Großunternehmen gehen. Jetzt schauen Sie mal nach Lateinamerika. Lateinamerika mit der NAFTA hat ein Freihandelsabkommen mit den USA, was bedeutet, die Autos, die in Mexiko produziert werden, die können steuerfrei in die USA reingebracht werden. Da, wo die großen Autobauer hingehen, da siedeln sich zwangsläufig die ganzen kleinen oder mittelgroßen Mittelständler aus Deutschland dann an. Also wir können nicht sagen, dass der deutsche Mittelstand nicht investieren will. Er investiert nur da, wo die Chancen am größten sind. Und die waren von Alternativen her, glaube ich, gesehen, in der Vergangenheit mehr in den anderen Ländern. Ich denke aber auch, das wird sich ändern. Asien ist teuer geworden, Lateinamerika ist letztlich weit weg, hängt auch sehr stark an dem ganzen Thema Auto, Autoindustrie, die in die USA geht. Also ich denke, die Chance für Afrika wird kommen. Wir dürfen nur nicht erwarten, dass das alles von heute auf morgen geht. Und ich darf auch sagen, Kapital geht nicht nur dahin, wo es am einfachsten ist, sondern Kapital ist auch scheu. Das heißt, man guckt auch zurück und man guckt, wo die politischen Risiken sind. Die sind sicherlich in einigen afrikanischen Ländern höher als woanders. Ich habe vor 30 Jahren in Burundi gelebt. Sie können sich kaum vorstellen, also wenn Sie da mal investiert hätten, dann wären Sie schon mehrmals enteignet worden. Also von daher kann ich auch nur die deutschen Mittelständler auch auffordern. Also wir wollen als KfW, wir sind in fast jedem Land, haben wir eine Repräsentanz. Wir möchten wirklich mit den Mittelständlern aus Deutschland ins Gespräch kommen, wir möchten Sie in diese Länder begleiten und es gibt auch Instrumente, die den Mittelstand helfen, in diesen Ländern zu investieren. Ich möchte auf eins hinweisen, wenn das immer wieder hochkommt, aber was ich Sie auch nur mal Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, sich mal ernsthaft damit zu befassen. Es gibt zum Beispiel von der Bundesregierung eine Garantie, die die politischen Risiken für Investoren absichert. Das nennt sich Deutsche Industrieanlagengarantie. Die sichert die politischen Garantien. Was sind die politischen Risiken? Was sind die politischen Risiken? Krieg, Enteignung, Zahlungsmoratorium. Das sind die üblichen Dinge. Und wenn Sie einen Vertrag mit dem Staat haben, wird dieser Vertrag auch noch abgesichert. Dieses Instrument kennt keiner. Ich glaube, wir müssen einfach mehr Transparenz schaffen über die vielen guten Instrumente, die es schon gibt, die aber so ein bisschen Dornröschenschlaf haben. Ich glaube, es lohnt sich, diese wach zu küssen, weil die eigentlich auf die Situation in Afrika wie zugeschnitten. Danke dafür. Wenn wir einige Instrumente, haben Sie ja schon angesprochen, Investitionsschutzabkommen, begleitende Hermes-Bürgschaften, ist auch immer eine Forderung, die aus der Industrie kommt, aus dem Mittelstand. Der Bundesminister Müller hat noch andere Ideen gehabt, zum Beispiel die Vorstellung, jetzt kann er leider nicht selber Stellung nehmen, deswegen geht die Frage wieder an Herrn Silberhorn. Die Frage zum Beispiel, steuerliche Anreize zu schaffen für Investitionen in Afrika, ist das völlig abwegig in der deutschen Politik, mit so einem Vorstoß mal an die Öffentlichkeit zu gehen? Ich kann bis dato nur bestätigen, dass wir da allerhand Ideen haben. Wir aber auch wissen, dass die Federführung für solche Fragestellungen letztlich nicht bei uns liegen wird, sondern beim Finanzminister oder, wenn es um Außenwirtschaftsförderung geht, beim Bundeswirtschaftsminister. Man kann sich schon überlegen, ob man die Steuerpolitik nutzt, um Anreize zu setzen, damit Investitionen in Entwicklungsländern stattfinden. Ich sehe hier vorne ein hochrangiges Mitglied des Finanzausschusses, das darüber beraten und entscheiden kann.
Also wir haben da Ideen, aber wir wollen das nicht auf den Marktplatz tragen, sondern mal vernünftig untersuchen, was wäre denn wirklich wirksam. Steuerliche Maßnahmen, die zu Mitnahmeeffekten führen, ohne einen Mehrwert zu produzieren, erzeugen nur Ärger und keinen Effekt. Man kann aber auch darüber nachdenken, ob man über die Exportgarantien des Euler-Hermes-Programms hinaus auch einen stärkeren Bezug zu Investitionen schafft. Da sind andere Länder weiter als wir. Auch das wäre eine Ecke, an der wir nochmal nachdenken müssen. Und insofern kann ich Sie nur auffordern, wenn es da auf Ihrer Seite als Gäste der heutigen Tagung von Unternehmen, Verbänden, Anregungen gibt, was man hier noch besser machen kann, sind wir sehr aufgeschlossen, weil wir das gerade versuchen, mal intensiver zu untersuchen und Modelle zu rechnen und zu entwickeln, bevor wir dann einen Ressortdialog starten und dann auch eine öffentliche Diskussion. An dieser Stelle möchte ich jetzt mit einiger Verspätung Sie auch bitten, Ihre Fragen zu stellen. Also wenn Sie Fragen haben, gehen Sie bitte einfach ans Mikrofon. Ich sehe da hinten schon den ersten. Wir sind hoffnungslos in Verzug, aber das ist wahrscheinlich bei so großen Panels auch normal. Deswegen legen Sie los, wenn Sie Fragen haben. Ja, bitteschön. Also ja, danke. Ich mache das schnell. Das Thema Bevölkerung in Afrika. Ich habe den Eindruck, die Leute haben so viel Angst, dass die Afrikaner in 20 Jahren doppelt so viel werden. Also man muss sich vorstellen, in Afrika gibt es 30 Einwohner pro Quadratkilometer, in Deutschland 75, in Europa 75, in Deutschland 230 Einwohner pro Quadratkilometer. Wenn wir uns in Afrika verdoppeln in 20 Jahren, dann sind wir nur noch eigentlich nur 60 Einwohner pro Quadratkilometer. Das Problem ist in Afrika, das heißt, das sind die Megastädte wie Lagos, 13 Millionen Einwohner, genauso viel wie die drei Bundesländer, die am Sonntag gewählt haben. Und das ist das Problem. Und wenn wir in Deutschland sind, sollte man eher daran denken, wenn wir helfen können, Afrika zu diversifizieren. Das heißt, zu dezentralisieren, wie Deutschland dezentralisiert ist. Wir sollten Megastädte in Afrika vermeiden. Und in der Sache Dezentralisierung könnte Deutschland viel helfen. Das ist meine Meinung. Und auch noch was zu den 1000 Unternehmen, die in Afrika tätig sind. Und davon haben Sie auch selbst gesagt, 600 alleine in Südafrika. Ich habe die Frage gestellt an den Dr. Fetzge. VDMA wurde genannt, Präsident von VDMA, vor 2 Jahren. Ich habe ihm gesagt, warum so wenig deutsche Unternehmer in Afrika? Der hat mir gesagt, ganz einfach, uns geht zu gut. Ganz einfach. Und ich denke, das ist auch ein Thema, das man überlegen sollte. Wenn es den Leuten zu gut geht, dann warum sollten sie nach Afrika gehen, 24 Länder, so und so viele Sprachen und so weiter und so fort. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also ein Thema, das eigentlich auch noch auf meiner Tagesordnung stand. 50% der Arbeitsplätze in Afrika sind auf dem Land. Und wenn wir es nicht schaffen, in den ländlichen Regionen Arbeitsplätze zu schaffen, dann wird sich die Landflucht fortsetzen. Und wir werden eine Mammutaufgabe vor uns haben, diese entstehenden Megastädte beherrschbar und lebenswert zu halten. Die nächste Frage kommt. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Das ist für die Beteiligten hier. Ja, mein Name ist Klaus Milke. Ich bin Vorsitzender von German Watch, also von der Deutschen Zivilgesellschaft. Als erstes möchte ich noch mal sagen, gut, dass das hier so prononciert thematisiert wird, wie die Partnerschaft mit Afrika aussieht, wie sie zukünftig aussehen sollte. Da möchte ich schon als ersten Punkt sagen, Zivilgesellschaft auch in Afrika ist etwas, was intensiv gefördert werden muss. Wir wissen alle, auch in vielen anderen Teilen der Welt, wie stark sie unter Druck steht, wie eng der Raum ist, in den gearbeitet werden kann. Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten werden verfolgt, Pressefreiheit ist nicht gegeben und so weiter. Also ich glaube, das ist ein Thema, wo wir auch kooperieren sollten und das ist mein Hauptpunkt. Die SDGs haben uns ja jetzt im Grunde vorgegeben, neue globale Partnerschaft zu entwickeln. Ein Stück das Alte hinter uns zu lassen, ist ja heute auch mehrfach gesagt worden, sondern was ist eigentlich die Partnerschaft auf Augenhöhe?
Und da müssen wir Lernkurven gemeinsam machen. Und da gibt es eine Initiative, wo 4 afrikanische Länder jetzt dabei sind, die 9er-Gruppe von New York, die gesagt hat, wir setzen die SDGs als erste mit um. Das ist von Afrika, Tunesien, Liberia, Tansania und Südafrika. Und dieses zu nutzen, jetzt nicht zu sagen, das ist dann exklusiv, die anderen sollten das nicht tun, sondern die sollten erstmal gemeinsam zeigen als 9er-Gruppe und Deutschland und Schweden sind dabei, Brasilien ist dabei, zu zeigen, wir können das, wir gehen voran und wir bauen diese neue Art von globaler Partnerschaft. Das finde ich spannend zu hören von unseren afrikanischen Gästen, ob das ein Impuls sein kann, der jetzt einen Schritt nach vorne bedeuten kann. Und dieses jetzt weiter runter zu deklinieren, ist dann wieder etwas für uns als Entwicklungsland Deutschland. Ich fand das sehr wohltuend, wie Herr Köhler gesagt, wir sind jetzt im Grunde alle Entwicklungsländer. Wir sind jetzt da in der Beziehung auf Augenhöhe, aber haben auch keinen Grund zur Arroganz, keinen Grund zu sagen, wir wissen alles besser, Lernkurven gemeinsam zu machen. Und an die Kollegin aus Südafrika die Frage, könnten wir nicht den Kohleausstieg, den wir in Deutschland machen müssen, mit Ihnen, mit den Kolleginnen in Südafrika gemeinsam diskutieren. Auch da soll ja bis Mitte des Jahrhunderts die Dekarbonisierung gemacht werden, wie die Paris-Beschlüsse vom Dezember zum Ausdruck gebracht haben. Also diese Art von Partnerschaft, dieses gemeinsam sich auf den Weg machen und auch partizipativ in der Gesellschaft solche Prozesse voranzutreiben, ich glaube, das ist urgent. Dankeschön. Ja, Frau Rampele, wollen Sie vielleicht antworten? I think several people have referred to the demographic problem as a bomb or as an opportunity. And I think your question about how we frame German or EU-Africa relationships in a way that promotes more active citizenship and more active civil society can be a way of turning the potential bomb into an opportunity. And I'm saying this because one thing we didn't discuss today, and unfortunately I ran out of time to refer to it. I think one thing we need to focus on is that Africa's sustainability depends on women participation in the formal economy. The IMF has just done studies which really have blown the minds of people, including particularly focusing on Japan. They showed that the Japanese economy, which is currently stagnant, could in the next 10 years grow by 9% if they were to include the women. And Japanese women are very highly educated, but they are not included in the formal economy. In India, the figures are 27% of GDP over the next 10 years. Now imagine that now extrapolated to how inclusion of young people, of in my country, of black people who are currently not really participating as effectively, what impact that would have. So I think civil society, particularly if it partners with very evidence-based type of policy approaches, could help to leverage this momentum you are referring to about the sustainable development goals. I was at the UN when we did the first round of, at the World Bank, and I think now people are much more strategic about this. So I believe that we need to focus on, in this case of Africa, when you have the group of 9 committed to doing something, why don't we look at that and do this, what they call talentnomics, the economics of talent, and how by leveraging underutilized talent of young people, women, rural people, you can in fact turn the fortunes around so you can create a bigger middle class much quicker if you're much more focused, but you can also grow the cake much bigger if you are focused. Ja, gehen Sie ans Mikro bitte. Ja.
Trotzdem würde mich die Landwirtschaftsfrage noch interessieren. Also wir brauchen ganz dringend Arbeitsplätze. Wie bitte? Ja. Okay, stellen Sie bitte erstmal Ihre Frage. Auslandsbergbau, internationale Rohstoffaktivitäten. Es war ja während der Diskussion des Öfteren über die Bedeutung der Rohstoffe zu hören, auch, ich sag mal, für die finanzielle Unterstützung der afrikanischen Staatshaushalte. Jetzt hat die Bundesrepublik Deutschland ja mit einigen Ländern, insbesondere in Asien, in Südamerika, Rohstoffabkommen. Mich würde interessieren, wie die Vorstellungen in der Runde sind, beispielsweise in Zukunft solche Rohstoffabkommen auch mit Afrika zu schließen, um gezielt den Einstieg in die Rohstoffgewinnung auf dem afrikanischen Kontinent zu fördern und damit auch den Rohstoffbedarf nicht nur für Afrika als Kontinent, sondern auch für Europa langfristig zu sichern. An wen geht die Frage genau? Wer? An die Runde, kein bestimmter. Wer sich kompetent fühlt, hier zu antworten. Lemmel will antworten. Ja, okay, vielen Dank. Ja, die Frage der Rohstoffe beschäftigt uns natürlich schon seit vielen Jahren. Und man muss ja sagen, dass Deutschland mit den Rohstoffpartnerschaften, zum Beispiel mit der Mongolei oder mit Kasachstan, einen völlig neuen Weg gegangen ist, damit wir uns praktisch abgrenzen von den Aktivitäten, zum Beispiel Chinas, in vielen Teilen der Welt. Allerdings müssen wir konstatieren, dass Deutschland kaum noch über Unternehmen verfügt, die in der Lage wären, große Rohstoffprojekte zu stemmen. Und aus diesem Grund sind auch die Rohstoffpartnerschaften, die wir bisher abgeschlossen haben, noch nicht mit wirklich so viel Leben erfüllt. Wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren, um diese ganzen Aktivitäten wieder etwas anzuregen, ein Explorationsprogramm aufgelegt. Das heißt also, dass wir deutsche Unternehmen unterstützen wollten in der Exploration neuer Vorkommen in der Welt. Und wir hatten einfach null Nachfrage nach einem solchen Programm. Natürlich bewegt uns das auch sehr in Afrika, weil wir auch sehr viel angesprochen werden, natürlich von den Staaten, von den Regierungen, ob sich Deutschland nicht stärker auch in diesem Sektor engagieren könnte. Aber das ist, würde dann auch in der Zusammenfassung noch ein Wort dazu sagen, das ist wie bei den großen Infrastrukturprojekten. Deutschland hat sich um seine gesamte große Bauwirtschaft gebracht. Es gibt kein großes, wirkliches Bauunternehmen mehr in Deutschland, was ein deutsches wäre. Und ähnlich sieht die Situation im Rohstoffsektor aus. Wir haben keine großen Konzerne mehr, die in der Lage sind, große Rohstoffprojekte zu betreiben. Wir haben wohl im Mittelstand einige Unternehmen, die auch in Afrika unterwegs sind, aber das hält sich ziemlich in Grenzen. Und das ist einer der Gründe, warum wir in dem Rohstoffsektor kaum noch aktiv sind. Eine letzte Frage noch, dann kommen wir zur Schlussrunde. Bitte. Hallo, mein Name ist Martin Okorego. Ich bin jetzt, können Sie mich hören? Ja, ja, super. Bitte, fahren Sie mein Name fort. Ist Martin Okorego. Ich bin jetzt unabhängiger Stadtforscher. Ich wollte erstmal mich dafür bedanken, dass man die Möglichkeit hat, hier zu partizipieren. Ich werde aber jetzt auf Englisch sprechen, damit die von Gäste get me straight. Hello, my name is Martin Okorego. I'm from Germany. My father is Nigerian. My mother is German. Unfortunately, I never had the chance to visit Nigeria or Africa yet, but however, this might change in the future. The reason why I'm speaking today is just to mention or to enhance the debate on the African youth. I have launched an event in England called Modern Creativity for Global Citizens, addressing African youth. And within this conference or this debate with African students, I'm focusing on the addresses that Kofi Annan has made, not only at the Munich Security Council, but also in South Africa, is that Africa's future, of course, as you have mentioned, lies within the youth. And there are two questions that I would like to ask. Is on one side is how would you address a forgiveness process for the African youth to look into the world as global citizens? On the other side, how can maybe policy address the African diaspora,
meaning the students who are currently, for example, studying in Germany or in the UK, to explore more Europe in a constructive way to bring knowledge and skills back to their local areas, as we know that Africa is a big continent and the real challenges are on rural or local levels. Danke für die Frage. Vielleicht ist Frau Ndaye dafür die richtige Ansprechpartnerin, da sie ja selbst in so einem Austauschprogramm teilnimmt. Ja? I can really only say I'm excited to hear that you are focusing on young people in Africa and this enhancing creativity is a very important part of what we should leverage out of young people, because they have a lot of energy and creativity. The issue of forgiveness for young people is actually much easier than with older people. But what they do need is conversations that's going to allow them to ask the difficult questions that we as adults don't want to engage with. And we shouldn't get to have these conversations with them with preconceived ideas. I work with a lot of young people, the very angry young people who are burning universities now. And when you sit down with them and really try and understand what is the issue is they worry about their voice not being heard. Africa is a very authoritarian, has got a very authoritarian culture in many of the countries. And so if you are young, you are not supposed to be heard. So we need to change that. Second, we need to listen to them rather than tell them what they have to do, and they have great ideas. Third, we need to connect them across the boundaries, within countries and across countries. South African young people are very ignorant of their own continent. They know more about Europe than they know about Nigeria and so on. So we need to enhance that. And I really want to appeal to Germany and the EU to do what I think the President Kohler also said. If we were to encourage these exchange programs, not just to Europe, but also within Africa, it would really be useful. Even if they're just camps or opportunities for young people to come together during vacation periods, it would enhance their sense of belonging to a larger environment than just their underprivileged and imprisoning environments. Thank you. Well, I just would like perhaps to say a few words about the African diaspora, but also the youth and how they can contribute back to Africa. And I think one of the incentives that I mentioned earlier when it comes to what Europe could do, but also what Germany could do, is supporting that a movement of young people wanted to go back and wanted to reinvest in their country, be it finding a job or be it an investor, creating a startup. And as you may know, startups in Africa is actually the new economic drivers. And I think if you look at Kenya, a number of countries in West Africa, but also East Africa, startups are becoming really the driving force of the small-scale economy. And I think that could be an example where Germany could invest for those who would like to go back. And I think that is part of the entire scheme of incentive that I mentioned earlier from the receiving country. Okay, Herr Sesebera möchte auch noch zum Thema Jugend und Diaspora was sagen. No, just two quick points on the youth. I think my colleagues have talked about what Europe can do and what governments can do. What we need to do, I think, is to get the youth in parliament in Africa. There are countries on our continent which have made it a policy. Rwanda is one of them. Uganda is another. You have special elections for young people to join the parliament. And these young people then mobilize their colleagues, including those in the diaspora, to be effectively represented in changing policy so that they can be leaders of today. The second is to have a scorecard, which we are trying to develop. We have a women in leadership scorecard. We are trying to develop a youth
in Leadership Scorecard? Ja, die junge Generation, Herr Köhler hatte das Beispiel Yarama genannt, die Balai Citoyens in Burkina Faso haben da auch sehr viel Druck gemacht über die sozialen Medien, auch das hätte ich heute gerne nochmal besprochen. Die Zeit läuft uns davon, viele Fragen sind, da ist noch eine Frage und der steht schon so lange da. Vielen Entschuldigen Dank. Sie bitte, dass Kein ich Problem. Sie übersehen habe. Ich mache es auch ganz kurz. Mein Name ist Johannes Floßbach, ich arbeite in Nigeria für die TGI Unternehmensgruppe. Wir haben rund 10.000 Mitarbeiter in Landwirtschaft, in Konsumgütern, Herstellung von Medikamenten etc. Ich möchte zunächst der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gratulieren zu diesem sehr, sehr guten Papier, was, glaube ich, in die richtige Richtung geht und auch ganz deutlich die Handschrift trägt, dass Wirtschaft eine viel stärkere Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit und der Partnerschaft mit Afrika tragen soll. Ich möchte aber drei ganz konkrete Schritte vorschlagen, wie das dann auch in der Folge in politische Forderungen umgesetzt werden kann. Lassen Sie uns doch diskutieren, Nummer eins, ab dem folgenden Jahr im BMZ-Haushalt den Titel Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu verdoppeln. Lassen Sie uns doch Nummer zwei diskutieren, nur 1% des Budgets der GIZ zu nehmen und dafür flächendeckend in Afrika echte Handelskammern einzurichten, nicht nur kleine Delegationen der deutschen Wirtschaft. Und lassen Sie uns doch Nummer drei diskutieren, dass die Hälfte aller Entwicklungsprojekte in Afrika Unternehmen als Implementierungspartner vor Ort haben, nicht politische Stiftungen, nicht Entwicklungsprofis und nicht NGOs, sondern Unternehmen vor Ort. Ich freue mich, wenn Sie das kommentieren können oder Alternativvorschläge haben. Danke. Der wichtigste Adressat in dieser Frage ist jetzt leider gerade aus dem Raum gegangen, aber das nehmen die Kollegen mit Sicherheit mit und Herr Lemmel wird das in der Zusammenfassung auch nochmal nehmen. Das waren mit Sicherheit sehr wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben. Es gibt aus der Wirtschaft ja durchaus auch die Forderung, eine Außenwirtschaftsförderung mit begleitender EZ zu machen, also komplett umzuschichten, vom einen Paradigmenwechsel zu erreichen. Auch das ist ja nicht völlig abwegig und wie Sie völlig zu Recht hinweisen, die Außenhandelskammern sind ein deutscher USP, ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, so gut hat kaum eine andere Nation seinen Export organisiert. Also Stärkung der Außenhandelskammern kann mit Sicherheit ein Instrument sein, glaube ich. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem, auch wenn wir die großen sicherheitspolitischen Fragen und auch noch nicht die Funktionsfähigkeit der afrikanischen Institutionen diskutiert haben, jetzt langsam zur Schlussrunde kommen und es auch darauf konzentrieren, was Deutschland machen kann, was Deutschland tun kann, um zum Beispiel auch den Widerspruch zwischen kurzfristigen Zielen, nämlich die Fluchtursachenbekämpfung, die tatsächlich sehr selbstbezüglich ist und eher so ein bisschen Festungsmentalität bedeutet, dazu kommen kann zu einer globalen Partnerschaft mit unserem Nachbarkontinent. Wenn vielleicht Frau Rampela anfangen kann und vielleicht eine Kernforderung, die Sie heute aus der Diskussion mitnehmen, an die deutsche Politik. Well, I would like to actually, I think a number of people have mentioned what they would like. Oh, swap. Sorry. You know, in Africa, we respect elders very much. Ja. So I would. Also Sie haben jetzt zweimal. Sie haben jetzt zweimal geswappt. Das ist dann wieder ausgeglichen. Das ist okay. Okay, I think I would like to not to focus on what Germany could do, because I think a number of speakers have already given their thought on that. But I think I would like to come back and conclude on the issue of shared responsibility when it comes to migration. And I think Dr. Sebera has said it very clearly. It's about our homework at home and making sure that regional integration could be a response to migration, to the migration crisis. Of course, it's a long-term prospect. And that's why we have given a number of short-term incentive that could be used. And regional integration, of course, supported by Germany and a number of partners, could be a response to migration in terms of creating the conducive environment to
open borders, but also work on cross-border cooperation and so on and so forth. But more importantly, and I will conclude by that, is the fact that mobility in Africa is a good thing. We've seen it in West Africa, and we are seeing it in East Africa today. And if we manage to work on the visa regimes in our countries and making sure that there's a free movement of population and free movement of goods, it could be have a great impact on migration and on the migration debate today. Thank you. Also mit der Unterstützung der regionalen Integration liegt Deutschland gar nicht so falsch, Frau Rampela. My plea is for Germany to focus on two things in particular. One, supporting civic education. We really need Africa's citizens to take ownership of their democracies and be responsible citizens who feel enabled to hold their leaders accountable. And this should really target young people. They are the majority, they are the ones who are going to inherit the future. Second, I believe that we need to promote women's development and leadership. I think your chancellor has been able to do more courageous things than male leaders have been able to do, because she has been able to look beyond short-term interests to look at longer-term interest. And this is not because I'm a woman who's saying that, it's recognized globally that if you want to leverage that extra benefit, have women in leadership positions alongside men, you are going to get real big returns on investment. Thank you. Herr Sisibera. Ihr Schlusswort, Ihr Wunsch an Deutschland, egal in welcher Position Sie nach dem 30. April dieses Jahres für Afrika arbeiten werden. Thank you very much. First of all, I want to agree with Dr. Lafelle, even though I'm not a woman. You are absolutely right. I think the three things. One is German support to regional integration would be critical because it's a win-win situation, creating markets for ourselves but also for potential German investment. So that is number one. Number two is support for vocational training on our continent. The German model, which we don't have in many countries in Africa, and I think this is the model we need. We've borrowed other models from elsewhere, but I think the German model of vocational training and hands-on training is critical for us. And finally, promoting public-private sector academia partnerships. We have a gap there. I'm glad that President Kola was here opening this conference. He's been an advocate on this, getting public, private sector, and academia partnerships to train the workforce for the future. Those are the three areas I would call for. Drei sehr wichtige. Herr Kloppenburg mag da vielleicht schon gleich anschließen. Die Berufsbildung ist vielleicht auch ein Feld. Also ich drehe es mal jetzt andersrum, was sozusagen meine Wünsche an Afrika wären. Das ist auch voll und richtig. Da mir ja die Rolle hier des Bankers und Mittelstandsfinanzierers zukommt, bleibe ich mal auch in diesem Bereich. Sonst könnte ich noch die nächste halbe Stunde Vorschläge machen. Aber bleiben wir mal dabei. Das Erste, was ich mir wirklich wünschen würde, wenn die afrikanischen Regierungen, und ich bitte das, wenn ich nachzusehen, wenn ich das jetzt so pauschaliere, das ist unfair, aber anders bleibt mir jetzt einfach nichts mehr anderes übrig, zu sagen, wirklich auch die lokalen Unternehmen stärker zu fördern. Ich hatte das Beispiel Doing Business gesagt, wie lange es dauert, und ich glaube, die Regierungen müssen akzeptieren, dass das, was man verteilen will, auch vorher verdient werden muss. Und das kann nur durch Unternehmen geschehen. Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, Unternehmen zahlen Steuern und Unternehmen schaffen dann auch die Devisen ran, mit der alles finanziert wird. Also mehr Fokus wirklich auf die eigenen lokalen Unternehmen und weniger Staat in der einen Seite. Und auf der anderen Seite an die Unternehmen richte ich jetzt nochmal eine Bitte, gerade was das Thema Vocational Training
betrifft. Ich hatte mir das aufgeschrieben, unabhängig, ob Herr Sessi-Beder das jetzt gesagt hat, bitte warten Sie nicht darauf, dass der Staat das alles regelt. Das ist nicht notwendig. Ich komme aus einem Handwerkerhaushalt. Mein Vater war lange Jahre Innungsmeister und da hat die Innung, die Berufsschule organisiert, die Innung hat die Inhalte definiert und erst zu einem späteren Zeitpunkt kamen dann auch die staatlichen Regeln da rein. Und warum gehen zum Beispiel afrikanische Unternehmen nicht hin, setzen sich zusammen und definieren erstmal die Standards, die für bestimmte Berufe notwendig sind, versuchen die umzusetzen und dann versuchen den Staat auch mit der Berufsschulbildung, also mit den schulischen Bildungen danach zu setzen. Aber vieles können die Unternehmen selber machen. Nicht die kleinen, aber die großen, die größeren afrikanischen Unternehmen hätten sehr wohl die Möglichkeit, das Thema berufliche Bildung von sich aus erstmal nach vorne zu bringen. Und das wäre eine Bitte, dass man das mal von sich aus aufgreift und dass wir dann natürlich dann auch die Unterstützung dazu leisten. Danke für das knappe und deutliche Statement. Das Schlusswort ist nun bei Andreas Lemmel und er muss jetzt, glaube ich, den großen Spagat schaffen, nochmal zusammenzufassen, wie wir jetzt auf Grundlage dieser Diskussion zu einer nachhaltigen Partnerschaft mit Afrika kommen, einer Partnerschaft auf Augenhöhe und nebenbei von unserem Almosenministerium, wie es mal Dirk Niebel bezeichnet hat, zu einem ich glaube, Friedens- und Zukunftsministerium, so wäre es Gerd Müller lieber kommen, wie wir also tatsächlich zu einer nachhaltig angelegten Partnerschaft auf Augenhöhe kommen. Haben wir heute dafür einige Impulse gehört, bekommen, wie wir auch zu einem heterogenen Blick auf Afrika kommen können? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie mir noch Ihr geneigtes Ohr kurz für die Zusammenfassung Laien. Es war der 4. Afrika-Kongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im letzten anderthalb Jahr hier in dem Fraktionssaal. Sie können also daran auch sehen, dass wir das Thema Afrika schon sehr weit oben auf unserer Agenda stehen haben. Und ich muss mal sagen, oftmals sind ja dann die Diskussionen, naja, was hat es denn gebracht, wieder darüber geredet worden und, und. Aber wenn Sie unser Afrika-Papier sich anschauen, was wir heute verteilt haben, gestern in der Fraktion beschlossen wurde, dann können Sie eigentlich schon sehen, wie die Entwicklung in den letzten Jahren vorangegangen ist. Während wir vielleicht noch vor drei Jahren nur ein entwicklungszusammenarbeitlastiges Afrika-Papier geliefert hätten, haben wir heute ein Papier, das eigentlich alle Facetten einer Zusammenarbeit auflistet. Und ich muss nochmal auf den Bundespräsident AD zurückgehen, denn das ist eigentlich der Punkt, an dem ich das auch alles aufhängen möchte, nämlich die europäisch-afrikanische Lerngemeinschaft. Und ich glaube, genau in diesem Prozess stecken wir im Moment. Denn ich muss sagen, ich komme von der Wirtschaftspolitik, ich bin stellvertretender wirtschaftspolitischer Sprecher in unserer Fraktion und verantwortlich für den Arbeitskreis Afrika. Ich muss sagen, wir müssen heute ganz einfach konstatieren, dass die klassische Entwicklungszusammenarbeit der letzten 30 Jahre nicht in der Lage gewesen ist, die Probleme zu lösen. Und deswegen stecken wir in einer Lerngemeinschaft, weil wir neue Ansätze brauchen, wie wir den Dingen oder wie wir gemeinsam die Entwicklung in Afrika auch voranbringen können. Es wurde gesagt auf dem Podium, ich bedanke mich auch allen bei allen Podiumsteilnehmern, 18 Millionen Arbeitsplätze müssten jedes Jahr in Afrika geschaffen werden, um nur der Bevölkerungsentwicklung entsprechend nachzukommen. Das heißt ja noch gar nicht, dass die Arbeitslosigkeit damit wirklich abgebaut würde. Wenn man sich überlegt, in Deutschland haben wir in den letzten 10 Jahren 3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen und das war schon die größte Leistung in Deutschland seit 40 Jahren. 3 Millionen. Also 18 Millionen Arbeitsplätze, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das zeigt die Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen. Und dann kann man auch sofort den Bogen dazu schlagen, dass der Staat mit klassischer Entwicklungszusammenarbeit das überhaupt nicht leisten kann. Das ist völlig ausgeschlossen, wenn nicht die private Wirtschaft und die private Wirtschaft, das heißt die deutsche Wirtschaft und die Wirtschaft vor Ort in diesem Prozess ganz klar mit eingegliedert wird. Das heißt also, wir müssen weg von den alten Instrumenten, wir müssen neue Ansätze suchen, wir müssen neue Instrumente suchen, um sozusagen der Wirtschaft mehr Raum zu geben, sich an den Projekten der Entwicklungszusammenarbeit zu beteiligen.
Da ist also das Thema Arbeitsplätze, hatte ich schon kurz gesagt. Bei dem Thema Ausbildung sehe ich überhaupt gar keinen anderen Ansatz. Auch hier muss man sagen, die Versuche, Ausbildung in den afrikanischen Staaten zu organisieren, ausschließlich mit staatlichen Mitteln und staatlichen Instrumenten, ist nicht erfolgreich. Wir brauchen die private Wirtschaft. Die private Wirtschaft, vor allem auch die deutsche Wirtschaft, hat sehr viel Erfahrung in der Ausbildung gesammelt. Wir können auch nicht das duale System 1:1 nach Afrika transferieren. Auch das sind Illusionen, die einfach falsch sind. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was aber nicht mehr stattfinden darf, und diesen Zustand haben wir ja im Moment, dass Projekte der privaten Wirtschaft konkurrieren mit staatlichen Angeboten. Und staatliche Ausbildungsprojekte mit viel mehr Geld, aber viel weniger wirkungsvoll, letztendlich eine Menge Geld verschlingen, aber den Effekt nicht verbessern. Also hier, auch bei diesem Gebiet, ist die Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft aus meiner Sicht unumgänglich. Das Thema Zivilgesellschaft wurde hier mehrfach angesprochen. Ich denke, das ist aus meiner Kenntnis aus Afrika, seit vielen Jahren befasse ich mich mit den Staaten des Kontinents, ich denke, das ist wirklich ein Problem. Und hier kam eigentlich nochmal die Diskussion auf die Diaspora. Das heißt, also wir bilden ja zum Beispiel 3.000 junge Kameruner jedes Jahr in Deutschland aus. 3.000 Studenten. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wo sind denn dann die 3.000 jungen Leute, wenn sie hier ein Studium absolviert haben, was machen sie dann zu Hause? Ich habe mal einen Kameruner bei mir in Dresden unterstützt, sozusagen, aber der ist in Kanada jetzt, ja, nicht in Kamerun, in Kanada. Gut, dann ist ja durch die Diskussion die Frage, ganz genau, warum geht die deutsche Wirtschaft nicht nach Afrika oder was sind die Hindernisse der deutschen Wirtschaft? Zum Ersten fehlen uns die Instrumente oder haben sich die Instrumente in den letzten Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt, überhaupt nicht dem Bedarf angepasst worden. Und Herr Kloppenburg, tut mir leid, aber wenn Sie sagen, das weiß keiner, naja gut, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, warum es keiner weiß. Also irgendwo muss das ja dann am Marketing klemmen. Also wir haben keine großen Infrastrukturprojekte mehr, damit ist die Kette Planung, Hauptauftragnehmer, Großunternehmer, Nachauftragnehmer, der Mittelstand abgerissen. Das heißt also, das, was wir in den 70er Jahren, 80er Jahren sehr erfolgreich gemacht haben, findet heute nicht mehr statt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es gibt keine großen Ingenieurbüros mehr oder fast keine und es gibt gleich gar keine große Bauindustrie mehr. Die Finanzierungsinstrumente sind Dreh- und Angelpunkt und auch hier sind wir in Deutschland einfach hinter der Entwicklung zurückgeblieben. Wir versuchen zwar viel, die KfW bemüht sich da schon und auch die Deutsche Entwicklungsgesellschaft, aber es fehlt aus meiner Sicht ein übergreifender Ansatz in der Regierung, darüber nachzudenken, wie wir, wenn wir Ziele haben, die ich auch nicht überall sehe, aber wenn wir Ziele haben, wie können wir das praktisch mit den Instrumentarien, die wir haben oder die wir neu kreieren müssten, umsetzen. Also auch hier gibt es aus meiner Sicht einen großen Nachholbedarf. Und zu der Frage, uns geht es zu gut, das mag sein, dass das viele Unternehmen sagen, dass sie sagen, meine Kapazitäten sind beschränkt, ich muss mich jetzt auf mein Auslandsgeschäft in Asien oder in Südamerika beschäftigen, aber es sind eben vielfach auch Hürden, die aufgebaut werden und da komme ich jetzt auf den Satz zurück, die Verantwortung für Veränderung liegt in Afrika selbst und das muss man genauso klar sagen. Das muss man jeder Regierung auch wirklich immer wieder ins Stammbuch schreiben und das machen wir auch bei allen Gesprächen. Wenn ein Land im Korruptionsindex auf Platz 156 der Welt steht, dann muss ich mit dem Mittelständler nicht darüber reden, ob das ein interessantes Land wäre. Ja, und da muss man ganz einfach auch immer wieder von den Regierungen einfordern, was man sehen will, sind Entwicklungen. Und wenn sich eine Regierung das Ziel stellt, jedes Jahr 10 Plätze auf den Indizes vorzurücken, dann kann man nach 5 Jahren deutlich sehen, dass es eine Entwicklung gegeben hat. Und dann steigt auch das Interesse der Wirtschaft, möglicherweise sich dort zu engagieren. Und Herr Flossbach saß ja da hinten an der Ecke. Das waren natürlich hervorragende Vorschläge, die wir auch aufnehmen werden, die wir auch in die Diskussion bringen. Denn es ist ja nicht einzusehen, dass sozusagen beim Entwicklungshilfe-Etat alleine im BMZ von über 7 Milliarden Euro sozusagen 1,4% eingesetzt werden für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.
Also aus meiner Sicht eine völlige Ungleichgewichtung. Dann hat das Auswärtige Amt Geld für die sogenannte Fluchtursachenbekämpfung. Im Bundeswirtschaftsministerium wird relativ wenig investiert in die Entwicklung in Afrika. Dann hat die Frau Wanka ein Projekt aufgelegt, wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika. Also es tut schon jeder etwas, aber aus meiner Sicht zu wenig koordiniert. Also zusammenfassend, für uns sind diese, für die Politik, für uns Abgeordnete, für unsere Fraktion sind diese Kongresse immer sehr wichtig, weil immer daraus auch wieder neue Erkenntnisse für uns entstehen. Wie können wir unsere Politik ändern? Wie können wir sie auf die neuen Erfordernisse ausrichten? Und ich denke, dass das Thema Afrika oder wirtschaftliche Entwicklung oder überhaupt Entwicklung in Afrika angekommen ist bei uns. Das können wir deutlich nachweisen. Also, ich bedanke mich auch bei der Fraktion, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, diese Kongresse durchzuführen. Ich bedanke mich bei allen Diskutanten auf dem Podium. Es war wieder sehr interessant und bedanke mich bei Ihnen für die Moderation und hoffe, dass wir dann auch in einem absehbaren Zeitraum zum 5. Kongress kommen. Vielen Dank. Ein einziges kleines Schlusswort von mir noch. Es gibt ein schönes liberianisches Sprichwort, das heißt, ein Elefant wird auch nicht an einem Tag groß. Schönen guten Abend und gute Heimreise.